Da Sie, da ihr ja schon ziemlich lange habt warten müssen, ich bin in den letzten 15 Minuten sehr oft aufgefordert worden, bitte links halten. Die freundliche Frau in dem Gerät kannte sich ziemlich gut in Leipzig aus, im Unterschied zu uns. Ich will das verbinden mit einer selbstverständlich demütigen Entschuldigung, dass wir zu spät sind. Ich hoffe, dass das Wetter vorher schon schlecht war, sonst könnte man uns hier an der Stelle auch noch vorwerfen, wir hätten den Regen mit nach Leipzig gebracht, aber in Berlin war das Wetter super. Ehrlich gesagt super, also die Hauptstadt war mal wieder besser dran. Da sind wir ja fast schon beim Thema. Wir haben uns auf dem Hinweg ganz viel über Syriza und den griechischen Frühling unterhalten, aber damit jetzt niemand denkt, dass die Anzeige im ND oder wo auch immer wir und Sie her wissen, dass diese Veranstaltung heute stattfindet. Wir wollen uns heute nicht über den griechischen Frühling unterhalten, sondern wir wollen uns über einen vielleicht ostdeutschen Frühling in einem Herbst unterhalten, der, und das ist vielleicht der Gedanke, der mich dazu gebracht hat, das jetzt nochmal zu erinnern aus der Autofahrt, ja auch einer war, der dann doch unter dem Rad der Ereignisse unter einer Dynamik zum Erliegen kam. Und die Idee, ich muss dazu sagen, der Dietmar Wolf und ich, der Dirk Teschner, das haben viele, die zählen können, schon gleich gesehen. Wir sitzen hier nur zu zweit. Der Dirk kann heute nicht, konnte aus Erfurt leider nicht mit dazukommen. Ist schade, wir hätten sicherlich zu dritt hier noch viel mehr reden können. Aber Dietmar und ich haben über ein ganz ähnliches Thema schon vor einigen Wochen gesprochen. Und die Idee ist uns dazu gekommen, vor einiger Zeit, eigentlich vor über einem Jahr, im großen Getöse der Erinnerungsfeierlichkeiten über 1989, wer beruflich auch noch mit Medien zu tun hat, war umstellt von Terminen, Einladungen, Podiumsdiskussionen, Museumseröffnungen, in deren und bei denen eigentlich immer eine Version der Geschichte von 1989 erzählt worden ist. Und diese Version der Geschichte, die war furchtbar schwarz-rot-gold, die war getragen von D-Mark-Orientierung und so einem Geist der nationalen Befreiungsbewegung. Und viele Leute, mit denen ich so zu tun habe, fühlten sich in diesem Bild dessen, was die Wende, die friedliche Revolution, vielleicht müssen wir auch gleich nochmal über Begriffe reden, waren überhaupt nicht gut aufgehoben. Und die Idee war eigentlich mal auszuloten, wenn es stimmt, dass das Aufbegehren, was 1989 dazu führte, dass diese DDR in dieser Form mit dieser SED an ihr Ende kam, dieses Aufbegehren begann ja weit links von dem, was heute in der herrschenden Erinnerung davon übrig gelassen wird. Und im Prinzip ging es seinerzeit um Ziele. Heute müsste man nicht 25 Jahre sagen, sondern 26 Jahre. August war fast ein Tick zu früh, aber wir erinnern uns alle, im September ging es Schlag auf Schlag, das neue Forum, die Böhlener Plattform, der später dann Vereinigten Linken, auch viele andere der Gruppen, die man heute mit diesem etwas merkwürdigen Begriff Bürgerrechtsbewegung benennt, die veröffentlichten ihre Papiere teils auf OMEC-Maschinen vervielfältigt und eigentlich stand dort drin, dass man etwas wollte, was nicht Kapitalismus, was soziale, ökologische Erneuerung war, was eine andere Idee hatte, als sich von der Triebkraft der kapitalistischen Warenproduktion dahin treiben zu lassen. Es ging um Demokratie, es ging um Fragen von unten, auch sehr viel um Antifaschismus. Da werden wir auch sicherlich gleich viel drüber reden. Und all das ist in den offiziellen Erinnerungsgeschichten eigentlich nicht drin. Warum eigentlich nicht? Das vielleicht kurz vorweg. Ich glaube, die einen wollen nicht an das linke Erbe, die linke Tradition dieser Wende erinnert werden, weil es so furchtbar schlecht zu ihrem Geschichtsbild von 89, 90 passt, mit dem sie ja die bestehenden Verhältnisse zu legitimieren suchen. Wenn damals alle nach dem Richtigen strebten, in Anführungszeichen, dann ist es ja vielleicht heute auch noch richtig.
Also es ist, dient dazu, die herrschenden Verhältnisse für alternativlos zu erklären. Und die andere Version ist, dass es auch eine ganze Reihe von Leuten gibt, die Leuten wie Dietmar Wolf immer noch übel nehmen, dass er damals getan hat, was er getan hat. Nämlich die Schnauze aufzumachen, zu sagen, was ist und darum zu ringen, dass es sich ändert. Dietmar ist 1964 in Berlin geboren. Ab 87 dann in den Kreisen der dortigen Umweltbibliothek aktiv gewesen, Mitglied in der Kirche von unten und im Friedrichsfelder Friedenskreis, hat dann 89 den Telegraph mitgegründet, das bis heute, würde ich sagen, wichtigste Periodikum, in dem die linke Tradition dieser Wendegeschichte aufgehoben ist, hat die Antifa Ost-Berlin mitgegründet, eine Sache, über die wir auch gleich noch reden müssen, und ist heute in dem Bereich tätig, in dem ich auch irgendwie tätig bin. Wir machen beide irgendwas mit Medien. Ich bin Tom, Chefredakteur der Tageszeitung Neues Deutschland, die in diesem Herbst 89 auch, wenn auch ziemlich spät, aufwachte. Wir wollen heute mal so ein bisschen eine sehr biografische, wir haben uns auf der Hinfahrt auch mal mitbekommen, so einen kleinen auch regionalen Exkurs machen, weil wir glauben, und da wollen wir dann mit Ihnen und euch nach hoffentlich nicht allzu langem Duo hier vorne reden. Ich glaube, dass es sich auch um eine sehr regional unterschiedlich gefärbte Geschichte, Erfahrung, Tradition handelt. Denn was in Berlin friedliche Revolution, Bürgerrechtsbewegung, Friedensbewegung, linke Opposition war, war nicht notwendigerweise dasselbe wie in Jena oder in Leipzig oder in einer Stadt, die man heute nicht mehr Karl-Marx-Stadt nennt. Es wird ein bisschen biografisch und hat unter anderem deshalb, glaube ich, seinen Sinn, dass dieser Teil der Geschichte nicht erzählt werden kann im Sinne von nur Partei-, Organisations- oder Bewegungsgeschichte, sondern vor allen Dingen auch eine Geschichte der Akteure ist. Deswegen freut mich sehr, dass Dietmar heute die Reise nach Leipzig mit angetreten hat und will ihn eigentlich am Anfang fragen, wie kommt man eigentlich in der DDR dazu, politisch aktiv zu werden, wo ja politisch aktiv werden in der DDR eigentlich was anderes bedeutet hat? Ja, gute Frage. Wie gesagt, da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze und ich kann natürlich ja sagen, wie es mir gegangen ist und ich glaube auch in der Friedensbewegung und in der DDR-Opposition. Und ich will auch nochmal sagen, wie gesagt, es gab überhaupt gar keine Bürgerbewegung in der DDR. Es gab die Umwelt-, Frieden- und Menschenrechtsgruppen der evangelischen Kirche in der DDR. Und den Begriff Bürgerrechtsbewegung, der entstand auch, glaube ich, erst nach der Wende oder nach sogar noch später durch die Medien. Also ich persönlich komme eigentlich aus einem kommunistischen Haushalt. Mein Vater war in der SED, war auch in einem Kommunal in Berlin Parteisekretär. Meine Schwester war in der SED, also ein kommunistisches Haus, bin sozialistisch, DDR-sozialistisch erzogen worden. Und ich glaube, meine ersten Probleme mit dem Staat DDR ging schon los in der Schule, indem ich mich sozusagen dort politisch mit meinen Lehrern angelegt habe, weil ich so den ihrer Auffassung nicht geteilt habe. Das hat mir immer wieder Ärger eingebracht. Mein Vater hat immer gesagt, als echter Linker musst du dich wehren, da darfst du nicht immer zu allem Ja und Arm sagen, sondern dann musst du deine Meinung haben und dazu stehen. Und ja, es zog sich halt weiter. Das waren also so Kindheitssachen, wo ich schon gemerkt habe, okay, du bist hier irgendwie anders, weil auch dann also in der Schule, in der Klassenkollektiv für Sachen komisch liefen. Also in 17 Jahren, Rede von 17 Jahren. Das zog sich dann weiter bis in die 18 Jahre Lehrausbildung hinein. Da habe ich dann auch im Betrieb immer wieder Probleme gekriegt, politisch mit den Vorgesetzten. Und dann später, also der richtige Knackpunkt ging dann eigentlich in der NVA los. Dort habe ich dann mit meinem damaligen Parteisekretär in der Kompanie über
darüber gestritten, dass zu dem Zeitpunkt wurde eine ND, glaube ich, über Abrüstung geschrieben. Gorbatschow ist da damals an die Macht gekommen und hat das Thema angesprochen und in meiner Kompanie und in meinem Regiment wurde darüber diskutiert und ich hatte die bin dort halt mit meinen militärischen und politischen Vorsätzen sehr stark aneinander geraten. Ich habe die Position von Gorbatschow damals schon vertreten und das war da nicht so angesagt. So letztendlich gab es da heftige Konflikte bis hin zu disziplinarischen Auseinandersetzungen, die dazu führten, dass ich während der NVA meine aus der FDJ ausgetreten bin, also mein FDJ-Buch hingeworfen habe, was wiederum zu Konsequenzen führte, Repressalien und so weiter. Und was mich dann eigentlich dazu bewegt hat, immer mehr darüber nachzudenken, dass ich eigentlich den Weg, den man mir hier sozusagen in diesem Land vorbestimmt hat, nicht gehen will, sondern dass ich mich da irgendwie auch anders orientieren muss. Und ich habe zum Glück so 86, 87 Leute kennengelernt in Weimar, die sich schon so im Bereich der Kirche bewegt haben und auch so oppositionell waren und über die auch Kontakt dann wiederum in Berlin zu Leuten gehabt. Und so bin ich dann halt 87 so in die Umweltbibliothek gekommen und dann auch später in die Kirche von unten. Wobei ich sagen musste, zu dem Zeitpunkt war mein Vater auch schon in dieser Oppositionsbewegung aus ganz anderen Gründen. Das wurde ja zu weit führen. Was halt sehr witzig war, weil wir also aus verschiedenen Gründen, aus verschiedenen Richtungen den gleichen Weg gegangen sind. Da hätte ich jetzt gleich nochmal eine Frage. Also genau wäre meine Frage gewesen. Dein Vater sagt dir relativ früh, eins der Grundmomente, linke Haltung ist nicht alles einfach so zu akzeptieren, genau, sondern da, wo man eine andere Meinung hat, die auch zu vertreten. Genau. War das denn in der Familie okay? Also weil so ganz untypisch ist ja die Biografie nicht. Du warst in der FDJ, bist zur NVA gegangen. Es gibt ja andere gewissermaßen dissidente Biografien, die viel früher sozusagen schon abweichen, also nicht in die FDJ zu gehen, den Militärdienst gegebenenfalls zu verweigern. Spielte das in der Familie eine Rolle? Also war es sozusagen auch ein Familienthema? Militärdienst verweigern? Nee, jetzt einfach Widerspruch. Weil du sagst, du bist mit deinem Vater sozusagen aus unterschiedlichen Richtungen gewissermaßen zu demselben Ergebnis. Ja, wie gesagt, das war immanent. Also eine Diskussion auch bei uns sozusagen. Nicht zu allem Jahr und Abend. Ja, es war also immanent bei uns in der Familie das Thema, also zu diskutieren und nicht zu allem Jahr und Abend zusammen. Mein Vater hat also auch meine Meinung, die sich oft gegen seine Meinung gewendet hat, also bis zum Schluss. Wir haben also auch bis zum Schluss immer wieder auch politische Streitereien miteinander, die also wir beide für richtig und wichtig fanden. Also das war Teil der Erziehung auch. Als Linke. Er hat es als Marxist, wie mein Vater gesagt, als Marxisten streiten miteinander. Und Marxisten müssen auch andere Meinungen sich anhören und akzeptieren. Das fanden in der DDR offenbar nicht alle, die sich für Marxisten hielten. Und kam so etwas wie die Wende. Ja. Die hat ja, wie wir inzwischen aus Dokumenten wissen, nicht nur die BND-Beschäftigten, die in Ostberlin waren, einigermaßen überrascht. Aber das, was dort dann in einem relativ kompakten zeitlichen Rahmen zum Ausdruck kommt, hat ja irgendwie einen längeren Vorläufer. Ich will es mit einer Anekdote versuchen zu fragen. Ein Freund von mir fuhr 89 mit seinen Kumpels an die Ostsee. Und da, wo immer voll war, wo man immer damit rechnen musste, dass man eigentlich jetzt sein Handtuch nur weit entfernt vom Strand und nicht mal einen Zeltplatz und so weiter bekommt, war praktisch leer. Das hatte unter anderem damit was zu tun, dass das, was heute als Ausreisewelle bezeichnet wird, natürlich einen sehr hohen Punkt erreicht hatte. Aber ab wann war eigentlich für dich, für dein Umfeld klar,
da geht was. Also da passiert jetzt etwas, was mehr sein wird als all die anderen Dinge, über die wir gleich, auf die gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Schwer zu sagen. Also unterschiedliche Einschätzungen, würde ich sagen. Es gab schon Leute, die diese Ausreißerwelle ab 1988 als ein Element erkannt haben, 88, wo ich sage, Januar 88, als Element angesehen haben, die unter Umständen eine Dimension kriegen, die vielleicht sogar Veränderungen mit sich bringen. Das war ein Teil der DDR-Opposition, wobei man sagen muss, dass der größte Teil der damaligen DDR-Opposition 1988 und 89 skeptisch und ablehnend gegenüber der Ausreiserbewegung gewesen ist, weil die Ausreiserbewegung als einziges Ziel, politisches Ziel ihre Ausreise hatte. Während die DDR-Opposition sozialistische, demokratische Veränderungen in der DDR herbeiführen wollte. Und das ist das, was uns von den Ausreisern immer unterschieden hat. Also bei uns gab es eine Parole, bleib im Land und wehr dich täglich. Und die Ausreiser hatten da gar kein Interesse dran, das Land zu verändern, zu demokratisieren, den Sozialismus einzuführen in der DDR, sondern die wollten einfach nur weg. Und denen ging es nicht um politische Ziele. Ich erinnere mich an den, ich weiß nicht, ob Schlager der richtige Begriff ist, aber wer ihn noch kennt, wird meinen, was ich für eine Musikrichtung meine. Da kommt die Textzeile vor, als ich fortgehe, war die Straße leer. Ja. Und eigentlich war das ein Lied, welches sich sehr stark, sagen wir mal, auf emotionale Fragen konzentriert hat. Das war eigentlich ein Liebeslied. Mhm. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff heute noch gibt, aber es war ja eine unglaublich politische Aussage. Ich glaube, es ist 88, weiß ich nicht, Berluk, glaube ich, war die Band, falls sie noch jemand kennt, erschienen, aber da taucht ja dieser Moment auf. Wie ist dann eigentlich in der doch sehr vielschichtigen Oppositionsbewegung in der DDR diskutiert worden? Weil die Ausreisewelle war real und gleichzeitig war ja die Oppositionsbewegung keineswegs monolithischer Block, sondern kam auch von sehr unterschiedlichen Traditionen. Gab es einen Streit um die Ausreise? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das heißt, es gab da heftigste Differenzen. Es gab Abgrenzungspapiere gegenüber der Staatsbürgerschaftsrechtsgruppe. Das ist sozusagen ein Dachverband, also das muss man so sagen, es gab Januar 88 zur Demonstration Kalibnisch und Rosa Luxemburg, eine spektakuläre Aktion in Berlin, wo Leute mit Ausreiseanträgen und auch ein paar DDR-Oppositionelle versucht haben, politisch auf ihr Thema aufmerksam zu machen, woraufhin die Staatssicherheit zugeschlagen hat und dann halt große Teile dieser Gruppierung inhaftiert hat. Auch insgesamt in zwei Verhaftungsgruppen 15 DDR-Oppositionelle. Unter ihnen die hier auch allseits hoffentlich bekannte Vera, damals noch Wollenberger, jetzt Lengsfeld war dabei. Oder zum Beispiel auch Wolfgang Templin oder Bärbe Bohley. Und die ja dann auch im Westen abgeschoben wurden dann. In dem Zusammenhang, wie gesagt, diese Aktion organisiert eine Gruppe, die sich schon 87 gebildet hat. Die nannte sich Staatsbürgerschaftsrechtsgruppe. Und denen ihr Ziel war gewesen, an die DDR-Opposition anzudocken, denen ihre Infrastruktur zu nutzen und ihr Thema zu transportieren und zu sagen, wir machen wirklich spektakuläre Aktionen, wir nutzen die Infrastruktur der DDR-Opposition, damit wir dazu in der Lage sind, mit der Zielsetzung auf uns aufmerksam zu machen, am besten ist noch Verhaftung, und dann anschließend Freikauf durch den Westen. Das ist die schnellste Möglichkeit, um rauszukommen. Und wie wir vorher gesagt haben, gab es bei uns ganz andere Ansätze und es gab dort heftigste Diskussionen, weil eben auch ein Teil der Leute sagt, dass das ist okay, wenn die das machen, das ist eine gegenseitige Befruchtung. So. Aber der größte Teil hat gesagt, nein, und vor allem auch gerade der linke Flügel
der die Opposition hat am vehementesten gesagt, nein, wir wollen nicht für Ausreise kämpfen in die BRD, sondern wir wollen für eine sozialistische Alternative zum herrschenden System kämpfen. Und deswegen müssen wir uns abgrenzen. Und es gab Abgrenzungspapiere, die damals auch in den Oppositionsblättern veröffentlicht wurden. Und das war ein Konflikt, der aber dann bis zum Schluss immer weiter waberte. Man muss auch sagen, es war wirklich auch ein Problem für uns, dass wir auch überrannt wurden. Also so, ne? Also es war dann wirklich so, wo man dann Friedensgruppen hatten, die zum Anfang waren es dann 10, 15, und plötzlich saßen da 150, 200 Ausreiser mit in den Zusammenhängen und wollten halt ihr Thema da immer mit reindrücken. So, ne? Das war schwer, das wegzubekommen. Hatte man die auch Ausreiser genannt? Also war das damals der übliche Ausreiser. Ausreiser. Also so, ne? Das war also der Begriff genommen. Hier ging es aber nicht nur um die private Ausreise. Primär. Okay. Der primäre Grund war, in den Westen kommen. Das ist ja wie auch immer. Das ist ja nun ein spätes, ich würde gar nicht sagen Teil dann in dem Sinne der Oppositionsbewegung, sondern Leute, die das benutzt haben. Aber die Oppositionsbewegung hat ja schon eine längere Tradition, wenn sie auch, sagen wir mal, nicht ganz so alt ist wie die DDR selbst. Sondern ich glaube, das wird 88, 89 zur Blüte kommt, als auch linke Opposition, hat ja seine Ursprünge vielleicht so in den Mitte der 70er Jahre. Vor allen Dingen allerdings in kirchlichen Gruppen, und das, in kirchlichen Kreisen. Das würde man sozusagen im Sinne von Befreiungstheologie nicht für überraschend halten, dass es auch eine gegenseitige Befruchtung von sozialistischem Ziel und theologischem Dach gibt, aber darum ging es ja in der DDR nicht. Vielleicht erzählst du kurz mal, warum ihr und wie ihr eigentlich zu Kirchenleuten wurdet, wenn ich das also mal so zugespitzt formulieren darf. Also ich war ja nie ein Kirchenmann. So, ne? Also ich bin ja kein Christ, ich bin ja Atheist, war noch nie Christ, bin kein Christ, glaube nicht an Gott. Nichtsdestotrotz habe ich auch in der Zeit viele Christen kennengelernt, mit denen zusammengearbeitet und habe festgestellt, dass, ich bin kein Marxist, ich würde mich eher so als einen Vertreter von anarchistischen Ideen sehe durchaus auch in der christlichen Lehre anarchistische Ansätze. So. Und die Bergpredigt ist durchaus eine Grundlage, auf dem auch Gruppen innerhalb der DDR, Kirche, anarchistische Ideen entwickelt haben. Und also Kirche von unten ist zum Beispiel so eine Gruppe, die eigentlich den ihr Ansatz war, eine herrschaftsfreie Kirche zu schaffen, ohne Administration. Also das war eigentlich die Zielsetzung der KVU, Kirche von unten primär erst einmal. Also es gab halt viele Linke in dieser Friedensbewegung, es gab Marxisten, es gab Trotzkisten, es gab Anarchisten, Grüne, Leute mit ökologischen Ideen, Leute, die vielleicht auch nicht unbedingt ein festes politisches Weltbild hatten, aber vielleicht vom Herzen auch links waren. Der Punkt, warum man sich Leipzig in der Kirche versammelt hat, war gewesen, weil die Kirche die einzige Institution in der DDR war, die die Möglichkeit geboten haben, repressionsfrei sich zu treffen und miteinander Sachen zu machen, Ideen zu entwickeln. Das war so, das war Fakt. Außerhalb der Kirche sich zu organisieren und politische Arbeit zu machen, vielleicht auch noch gegen den Staat, war schlicht nicht möglich. Es sei denn, man hat es trotzdem gemacht, dann ist man früher oder später ins Gefängnis gekommen. Unweigerlich. So. Und ja. Deswegen haben wir uns in der Kirche organisiert. Die Kirche hat gesagt, kommt, macht, tut. Und die Leute sind gekommen, haben gemacht und haben getan. Und dann hing es natürlich auch mal ab, von Kirchgemeinde zu Kirchgemeinde. Worum ging es? Was war das Thema? Wie war die Pfarrer drauf? Wie der gemeine Kirchenrat? Was war möglich, was war nicht möglich? Wie viel Geld war da? Wie viele technische Möglichkeiten waren da? Und dann hat man gemacht. Spielt dabei eine große Rolle, dass das die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ja
nicht nur in der DDR, dort spielte das auch eine zunehmende Rolle, aber spielt ja vor allem weltpolitisch eine zunehmende Rolle. Also im Zusammenhang mit NATO-Doppelbeschluss, Rüstung, Wettrüsten, atomare Kriegsgefahr. Das Thema war ja Frieden. Deswegen ist ja, glaube ich, es auch keine zugespitzte These zu sagen, die Ursprünge in der politisch ganz vielfältigen linken DDR-Opposition sind erstmal sozusagen unter dem gemeinsamen Rubrum Friedensbewegung gar nicht schlecht gefasst. Und wahrscheinlich gab es auch eine, also wenn ihr euch sozusagen gleich als anarchistische Gruppen um Raum bei der Kirche bemüht hättet, hättet ihr vielleicht nicht so positiv reagiert, aber Frieden, Bewahrung der Schöpfung etc. War ja auch mit deren Programm vereinbar. Hat die Kirche in der DDR, von der wir wissen, dass sie ja auch in diesem Spannungsfeld zwischen Herrschaft und Spielraum nicht immer weit weg von der Herrschaft war, gab es sowas wie eine Forderung nach einer Gegenleistung? Wollte die Kirche von euch eigentlich was? Ihr wolltet von der Kirche was? Also ich glaube, dass die Kirche natürlich auch, und ich sage mal so, die Administration innerhalb der Kirche, natürlich auch sich als, sagen wir mal, Puffer zwischen den, der Opposition und dem Staat gesehen hat. Also sie hat zum einerseits, hat sie schützend ihre Hände über die Opposition gehalten und zum anderen hat sie natürlich auch die Handlungsweise der Opposition abgepuffert und hat versucht, mäßigend zu wirken, ne? Also dafür, das muss man auch sagen, so, aber sie hat, also Forderung, was das, glaub, also jetzt nicht so vordergründig, also sie hat Mäßigung, sie hat in bestimmten Extremfall, haben so Leute wie Stolpe, damals Generalsuperintendent von der Kirche Berlin-Brandenburg und dann ja später bekannt als Ministerpräsident von Brandenburg, so eine Leute haben mäßigen versucht einzugreifen und zu verhindern, dass es eskaliert. Die haben natürlich auch, und da kommen ja auch die Vorwürfe her, auch natürlich Kontakte zur Administration gehabt, bis hin, also Stasi und Parteiführung, und mit denen geredet, ganz klar, von ihrer Position her. Also diese Rolle haben die gespielt. Die haben sich aber nicht hingestellt, habe ich gesagt, also hier politisch, das und das dürft ihr nicht oder so. Ich glaube, so dumm waren die nicht. Wie, wenn man in der DDR nicht Teil dieser Szene war, hat man von ihr nicht so viel mitbekommen. Und, hatte bis unter anderem auf, sagen wir mal, Aktionen wie 87 Umwelt, Bibliothek, aber da hat ja die Stasi für gesagt, dass es bekannt wird, und dann oder 88 so. Naja, also das sage ich auch mit der mit dem ausdrücklichen Wissen, dass ich heute bei einer Zeitung arbeite, die ja damals unter anderem dafür mitgesorgt hat, dass da nicht so viel über diese Diskussion bekannt wird. Nun ist natürlich diese Linke, ob man von der Frage der Herrschaftskritik, von der Frage der Kritik der Aneignung von Natur und so weiter und so fort. Frieden spielt eine große Rolle. Welche Rolle spielt da eigentlich so weit wie soziale Frage? Also die Vorstellung, dass Leute sich auch ausdrücklich als Marxistinnen und Marxisten, als Linke, als Trotzkisten und so weiter in der Bewegung selber betrachten, wirft ja die Frage auf, die werden ja vielleicht nicht vordergründig über die Frage des Friedens diskutiert haben, sondern zum Beispiel über die Frage, inwiefern Klassenherrschaft in der DDR aufgehoben ist oder eben nicht, inwiefern sich vielleicht so weit wie eine neue, dann sozusagen als Parteiklasse etablierende Schicht irgendwie herausgebildet hat, spielte so weit, muss man ja dazu sagen, wir reden immer so ein bisschen pass pro toto, also wir reden, oder gerade nicht, also wir reden jetzt über den Berliner Horizont. Das mag in Leipzig oder in Jena schon anders gewesen sein. Aber welche Rolle spielt da eigentlich sozusagen dieses klassische Kernthema dessen, was die Linke ausmacht, eben sich nicht nur um die, in Anführungszeichen, Nebenwidersprüche zu kümmern, sondern um den Hauptwiderspruch an, wer eignet sich da eigentlich die Früchte der Arbeit an durch seine Klassenposition? Spielte sowas in euren Kreisen eine Rolle?
Also ich meine, warum geht man sonst in der Opposition? Also man stellt sich doch gegen eine Regierung oder gegen ein Herrschaftssystem, wenn man nicht damit einverstanden ist. Und dann geht es ja nicht nur um, da ging es vordergründig erstmal überhaupt nicht um Soziale, also sozial, also ich würde ja sagen, da ging es ja in der DDR, sagen wir mal, grundsicherungstechnisch nicht schlecht so, ne? Das ist ja nicht der Punkt, wenn man immer so sagt, ja, aber früher, da waren alle beschäftigt und wir konnten unsere Wohnungen bezahlen und so. Das mag alles sein. Man will nicht wissen, ich meine, hatte ich eine Wohnung für 75 Quadratmeter und habe nur 47 Mark der DDR bezahlt. Aber es war definitiv, also ökonomisch gesehen, war das Irrsinn. Ne? Also wer kann sich, also auf langfristig, ne? Aber egal, es war so und diese ganzen Gründe, was früher alles toll war und warum die DDR so gut war, sozial ist ja richtig. Nichtsdestotrotz haben wir in einem System geherrscht, in dem es keine Meinungsfreiheit gab, in dem man, wenn man sich politisch oppositionell, also politisch gegen die SED gewandt hat, ins Gefängnis gekommen ist, in dem das einen Geheimdienst gab, der sein ganzes Volk bespitzelt hat, in dem man eingesperrt war, miefig, kulturell langweilig, das war die DDR. Es war ein piefiger, miefiger Staat, der sein eigenes Volk bespitzelt und eingesperrt hat. Und dagegen habe ich gekämpft. Mit all meiner Kraft. Ganz klar. Aber nicht, um da hinterher ein kapitalistisches Raubsystem aufzubauen, sondern eine wirklich freie Gesellschaftsordnung. So, ne? Und ja, okay. Aber denke, das ist auch große Teile der linken DDR-Opposition. Hatten das zum Thema, genau das. Und deswegen war ich und meine Freunde, deswegen waren wir in der DDR-Opposition und nicht in der FDR. Nun ist es ja so, dass im Rückblick betrachtet, gerade von diesem linken Impetus der DDR-Opposition nicht mehr so viel die Rede ist. Es muss ja irgendwie einen Moment gegeben haben, in dem jene in den Vordergrund traten, die zum Teil heute noch auf den Erinnerungsveranstaltungen als Protagonisten von damals vorgeführt werden, die das ja zum Teil auch waren, die vielleicht auch ihre Auffassung geändert haben. Aber wann ist eigentlich so dieser Moment, wo aus der Hoffnung, also ich habe diese Zeit als junger Mensch als eine der offenen Fenster irgendwie erlebt, ich habe eine solche Situation bis heute nicht wieder erinnert, also die Möglichkeit, dass man Verhältnisse wirklich ändern kann, schien ja auf der Straße zu liegen. Wir reden jetzt, also wir sind ja jetzt schon im September 89 wieder angekommen. Wann ist eigentlich der Punkt für dich gewesen, an dem dann doch klar wurde, okay, die Hoffnung, die wir hier haben auf eine Veränderung, auf eine herrschaftsfreie Gesellschaft, auf einen dritten Weg, auf eine runderneuerte reformsozialistische DDR, es ist vorbei. Wann war so dieser Moment für dich? Also ich glaube, das erste Mal bin ich zusammengezuckt, als hier in dieser schönen hellen Stadt Leipzig auf den Montag-Demos, die Deutschland fahren, aufgetaucht sind und aus Wir sind das Volk, wir sind ein Volk geworden ist, da dachte ich schon so, alter Schwede, was ist das denn für eine Scheiße, wo geht das jetzt hin so, ne? Da muss ich mal eine Nachfrage stellen. Spielte denn so weit wie Wiedervereinigung, nationale Frage, in dieser DDR-Opposition ja keine Rolle? Bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Also man kann sogar, also man muss sich einfach mal die Mühe machen und die alten Gründungspapiere all dieser Organisationen rausfischen und durchlesen, die sich so im Sommer, Herbst 89 gegründet haben. Selbst der demokratische Aufbruch, der dann zur Allianz für Deutschland gehört hat im März 90, hat in seinem Gründungspapier vom demokratischen Sozialismus fabuliert. Die SDP, damals, also die hieß ja nicht SPD in der Gründung, sondern also SDP,
hat Sozialismus in ihren Gründungspapieren gehabt. Neues Forum, also da ging es nicht um Wiedervereinigung, da ging es nicht um deutsche Einheit oder so. Und das war eine Sache, die kam dann nach der Mauer im Frühjahr im Zuge und im Vorfeld der letzten Volkskammerwahl mit dem, sagen wir mal, medialen Einfall der bundesdeutschen Medien- und Parteilandschaft, würde ich mal so sagen. Aber Leipzig, die Fahnen und wir sind ein Volk. Das war nach der Maueröffnung, würde ich sagen. Ja. Das war alles so. Aber war schon im November. Das war schon. Ja, war halt, cool. Das im Dezember, so, Anfang Dezember. Ja. Genau. Also da ging das los. Da wurde dann halt massiv auch da. Ich meine, da wurde massiv da Leipzig und dann ging das ja immer weiter. Was denkst du, woran das liegt? Also warum. Also es gibt ja sozusagen eine naheliegende Theorie, die könnte man die Propagandathese nennen. Also es gab einfach eine dynamische Entwicklung, in der eine Öffentlichkeit, auf die ihr am wenigsten Zugriff hattet, aber diejenigen, die Interesse daran hatten, dass so etwas wie eine Wiedervereinigungsdynamik entsteht, ja viel mehr. Aber gibt es nicht auch in dem, also die Schwäche der linken Teile der Opposition, in diesem Herbst, in dieser kurzen Phase, in der das dann kippt, und es ist ja keine lange Zeit vom August, September bis zum Dezember zu reden, dann ist ja vielleicht der Drops schon gelutscht gewesen. Ja. Wo sind denn eigentlich, wenn man jetzt mal so sieht, unsere eigenen Schwächen und Fehler damals gewesen? Wart ihr vielleicht auch, oder ich sag mal ruhig wir, zu zersplittert, zu uneins, zu wenig strategisch auf diese historische Situation vorbereitet, überrascht? Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir teilweise auch den Entwicklungen hinterherrennen sind. So, ne? Die liefen einfach viel schneller als wir. Ne? Also ich glaube auch, also dann so, als das dann losging im Sommer so mit Ungarn und so eine Nachtmischung, so Auweia und Prag, da hatten wir ja gar keine Antwort mehr drauf, so, ne? Ehrlich gesagt. Also auf diese ganze Nummer, also es war ja dann auch diese Fluchtwelle, ne? Da hatte die DDR-Opposition und konnte dazu gar nichts mehr sagen. Die wusste, da war auch Schweigen, das wurde auch so ein bisschen auch ignoriert. So, ne? Da musste sagen, so, hier geht jetzt was los, mit dem können wir in der Dimension gar nicht umgehen. So, ne? Dann gab es natürlich noch diese anderen, wir hatten auch noch andere Themen, dann gab es diese ganzen Demonstrationen, die dann losgingen. Das war ja dann wieder eher ein politisches Thema. Da ging es ja um Wahlfälschung, da ging es um die Volkszählung, Zählung der Kommunalwahl. Mhm. Die Demonstrationen gingen ja los, weil ja klar war, dass diese Kommunalwahlen gefälscht waren. Und diese Montagsthemen und so. Das war ja dann diese politische Komponente und so. Und Leipzig war ja da natürlich auch ganz weit vorne. So, ne? Was, das muss man ja auch sagen, klar. Also in Leipzig, das waren ja die am ersten sehr mit sehr großen Zahlen auch an Straße waren. Und Berlin kam ja erst viel später. Berlin ging erst im Oktober. Also 7. Oktober waren in Berlin überhaupt relevante Zahlen von Menschen auf der Straße. So. Vorher waren das immer auch so nur eine Handvoll, so, ne? Die dann montags da auch versucht haben, irgendwas zu machen. Irrelevant. Mehr oder weniger, ne? Die wurden dann auch von der Polizei schnell abgeräumt immer und so. Und erst 7., 8. Oktober waren in Berlin tatsächlich tausende Menschen auf der Straße. Und da gab es ja auch in Berlin gab es ja dann auch Auseinandersetzungen. Da wurde ja dann am 8. vor der Gethsemane Kirche der Demonstrationszug von Polizei und Felix Dzerzhinsky eingekesselt und verprügelt. So, ne? Also, aber da war auch noch nicht zu erkennen, in welche Richtung das. Also es war alles noch, da war revolutionäre Stimmung und so. Ne? Ich glaube tatsächlich, als die Mauer aufging, danke Herr Schwabowski, dann ging da, die haben da echt da so ein Fass aufgemacht, da ging wurde die Büchse der Pandora eröffnet und dann wurde da was freigesetzt.
kanalisiert fast, würde ich würde sagen, also ich weiß nicht, ob das nicht sogar alles mit Beabsicht war, da wurde ein Protest in eine Richtung kanalisiert, schon seinerzeit von der SED, vielleicht nicht mit der Zielsetzung, die dann mit deutscher Einheit, aber vielleicht war es auch ein Versuch, da den Deckel vom Topf zu nehmen, keine Ahnung. Fakt war jedenfalls, dass sich nach der Öffnung der Mauer für oppositionelle Themen wie plötzlich niemand mehr interessiert hat. Also für unsere Themen, die waren vielleicht bis dahin noch interessant und danach ging es dann plötzlich um ganz andere Sachen. Und dann würde ich sagen, kurz danach, im Laufe des Novembers, Anfang Dezember, kippte die Stimmung auch schon Richtung Deutschland. Oder? Würde ich sagen. Ja. Ne? Also der Knackpunkt war tatsächlich die Öffnung der Mauer, der 9. November. Ich würde natürlich sagen, natürlich ist es im Prinzip ja erstmal richtig. Die Mauer war ein Instrument, was also Beschränkung der Reisefreiheit und so weiter ist ein Blödsinn gewesen, sondergleichen. Aber die Mauer an diesem Tag zu dieser Zeit politisch war der Anfang, also es war der Beginn der Konterrevolution, würde ich mal sagen. So kann man es vielleicht sagen. Eingeleitet durch einen berühmten Spruch auf der 18 Uhr Pressekonferenz. Es gab ja am 18. November, das ist für mich so ein bisschen so dieser Tag, an dem das so kippt, wird in Ostberlin, im damaligen internationalen Pressezentrum, der Aufruf für unser Land vorgestellt. Stefan Heim, Christa Wolf, aber Heim liest den vor. Christa Wolf sitzt mit da in diesem so hellbraun getäfelten Raum, wo, ich weiß nicht, ob da jemals vorher eine Pressekonferenz stattgefunden hat, ich habe die jedenfalls alle nicht mitbekommen. Und am selben Tag, das ist ein Dienstag gewesen, haben in Bonn im Wasserwerk, im damaligen Bundestag, die Haushaltsberatung angefangen. Und die Haushaltsberatungswoche ist ja mal eine 4-Tage-Woche im Parlament, sonst ja mal 3-Tage-Woche. Und an dem Dienstag war unter anderem der Kanzleretat dran. Und da sagt, und das ist ja heute immer noch üblich, da gibt es dann sozusagen die sogenannte Generalaussprache. Und Kohl redet da irgendwann von Reformen und so weiter und so fort. Und zieht dann aber relativ am Ende seiner Rede das 10-Punkte-Programm, den 10-Punkte-Plan aus der Tasche, in dem er gewissermaßen der Übergang oder das Ende der DDR vorgezeichnet ist. Also ihr kriegt unser Geld, dafür gebt ihr alles und bekommt aber auch nichts sonst. Und, außer Reisefreiheit, da müsste man vielleicht auch mal drüber reden. Und natürlich die große Warenansammlung, von der Karl Marx ja schon im ersten Band des Kapitals spricht. Dieser 18. November war für mich so der Tag, wo das zu Ende ist. Nun gibt es aber danach, darf man ja, und das ist vielleicht, würde ich mal so vermuten, ein bisschen auch unsere Schwäche, dass das, was danach kommt, viel zu wenig stark gemacht, weil nicht erzählt wird. Wir haben vielleicht eine unterschiedliche Auffassung zu dem, was runder Tisch ist. Aber es gibt ja also zumindest ja noch eine, unter der seinerzeitigen Motorregierung dann noch so weit wie den Versuch, in der Form des vielleicht schon Verlorenen etwas noch zumindest zu versuchen, Minister ohne Geschäftsbereich, der Versuch, also bestimmte Teile der Bewegung mit in die Regierung einzubeziehen, obwohl das nicht nötig gewesen wäre, zu Unrecht vergessensten Momente auch dieses 89-90 dieser Zeit, also der Verfassungsentwurf, der dann irgendwann im März irgendwie versenkt wird in der Öffentlichkeit, bis heute wahrscheinlich auch ein ganz kluges Dokument. Also wie habt ihr das eigentlich erlebt? Ihr wart ja sozusagen, also aus meiner Sicht wart ihr die Großen, ihr habt deswegen ja vielleicht auch die Niederlage schon ein bisschen früher gespürt, ich erst ein bisschen später. Aber wie habt ihr eigentlich diesen zweiten Teil dieser Wende miterlebt? Also die Wahlen, den runden Tisch, den Verfassungsentwurf. Ich
Schwer zu sagen. Also ich glaube, also die runden Tische, also ich bin da jetzt, es ist ja mal so, im Nachhinein kann man ja immer gut resümieren. Damals war schon die Hoffnung da, dass diese ganzen runden Tische, besonders der zentrale runde Tisch, was bewirken kann. Dass man dort Sachen besprechen kann und dann auch auf die Volkskammer und auf die Regierung Krenz bzw. Modo einwirken kann und vielleicht Veränderungen vornehmen kann. Das war ein Trugschluss. Das war meiner Meinung nach von heute aus gesehen ein absoluter Trugschluss. Diese runden Tische waren von Arsch. Das war, also so einfach muss man sagen, es waren Demokratiespielchen und das Allerheftigste, also das waren diese sogenannten Minister ohne Geschäftsbereich. Das war also ein Zaubertrick von Modrow, da sind dann die ganzen Oppositionellen drauf reingefallen und haben gesagt, oh geil, ja, Minister, ohne Geschäftsbereich, was ist das denn bitte, ja? Also Minister, also du bist Minister, hast aber nichts zu sagen, machst auch nichts, bist einfach nur da, stehst rum, bist aber Minister. Also, ne? Das ist auch völlig geil. Also, ne? Und das war ein clever Schachzug von Modrow. Und interessanter, also muss man sagen, die Vereinigte Linke, also es war so, jede große Oppositionsgruppe durfte einen stellen. Der wurde ja nicht mehr gewählt, der wurde gestellt, ne? Minister. So konnte sagen, einen aussuchen, du bist jetzt Minister. So. Und bei der Feuer sagte man, die Scheiße nicht mehr. Von uns kommt keiner. Und es gab auch keinen Minister von der Vereinigten Linken. Nur für die anderen Truppen, die haben das dann alle gemacht. Also die haben sich alle schon kaufen lassen. Haben sich blenden lassen, die Oppositionsgruppen haben sich blenden lassen, haben sich beeinflussen lassen. Zu dem Zeitpunkt schon auch von der Regierung Modrow, aber auch schon dann von den Schwesterparteien ganz klar aus dem Westen. Also sie haben sich einwickeln lassen und ihr Ziel aus den Augen verloren. Und haben nur noch geguckt, oh, wohin weht die Fahne, da wollen wir hingehen. Ne? Und, oder so, ne? Politisch. Spielt ihr denn eine Rolle in der Szene? Also ist darüber diskutiert worden? Vielleicht sogar schon vorher? Da brach alles auf eigentlich, glaube ich auch. Ich denke mir, Also die DDR-Opposition war ja kein homogenes Teil, es waren ja lauter Gruppen, das war ja ein loser Verbund und so. Da gab es ja auch schon zu DDR-Zeiten auch, alles war ja nicht alles eitel Sonnenschein und so. Es gab ja auch viel Streit und Richtungszank und so, ne? Aber ich glaube, an dem Punkt krachte das dann richtig auseinander. Und so. Also da zog dann jeder an einem anderen Enge und okay, neues Forum dachte, sie kann eine Bürgerbewegungspartei gründen. Vereinigte Linke wollte ganz klar eine linke Alternative zur SED-PDS schaffen. Aber so Gruppen wie SDP, na klar, die haben gleich geguckt, hier SPD, Westen, super. Und die haben sich von denen holen lassen und demokratischer auf. Und CDU, ne, mit den Blockflöten, Oppositionelle gründen mit den Blockflöten zusammen die Alternative für Deutschland. Das muss man immer reinziehen, ja. Also das geht auch gar nicht. Ja. Und quatschen irgendeinen Scheiß von keine sozialistischen Experimente mehr. Der Punkt ist allerdings, dass eben genau die mit diesen Scheißparolen und mit dem ganzen Geld eben des Westens und der Mainpower und der Macht und den dann halt im März die Nummer gerockt haben und dann war alles klar. Ich glaube, spätestens bei der Volkskammer musste dem letzten klar sein, wohin es geht. Und so, ne? Das war dann eigentlich ziemlich eindeutig. Weil sie sagen, okay, ich weiß gar nicht, die haben ja, wie viel haben die gehabt? 60? Und die Vereinigte Linke, und das ist das noch übelste, 0,8%. Na, und wir haben natürlich auch als Linke da tierisch rein investiert und gedacht, vielleicht. Und 0,8% war natürlich ein Desaster, ein totales Desaster. Aber es gab ja keine, wie nennt man, es gab ja keine Begrenzung. Keine 5%. Keine Hürde. Und selbst die VL hat ja
dann in der Volkskammer ein Abgeordneter bin. Ne? Mit 0,8%, das ist so alt. Aber nicht egal. Ne? Das war Thomas Klein, oder? Ich weiß gar nicht Thomas mehr. Was? Thomas Klein, ne? Ja. Du hast gerade von den Differenzen gesprochen. Ich finde das ein ganz interessanter Punkt, wenn man schon öffentlich daran erinnert, wie es früher vielleicht anders gewesen sein könnte als auf den Festakten des Bundespräsidenten. Worüber hat denn die DDR-Opposition gestritten vor der Wende? Also diese Ausreisergeschichte hast du schon angedeutet. Gab es auch andere Differenzen? Gab es vielleicht sogar Konflikte und Meinungsunterschiede, in denen schon das angelegt war, was du gerade beklagt hast, dass nämlich ein Teil dieser Opposition bei der ersten Möglichkeit, bei der man selber in Amt und Ornat kommt, abbiegt? Ja, na klar, also wenn man es im Nachhinein guckt, kann man natürlich schon sagen, dass es da auch ein paar Gruppen gab, die, also wenn man sich das genauer angeguckt hätte, schon ahnen können, dass die eigentlich ganz andere Sachen im Kopf hatten, als die sie damals auch gesagt hatten. Also ein bisschen, also man, klar, und die Leute, die dann halt mit den Ausreisern zusammen gemacht haben, ja, Frau Lengsbart und Frau Boley und so, und die dann, und Stefan Kraftschick, Freier Klier, die sich dann haben im Westen holen lassen und so, und bei denen hat man dann auch schon gesagt, hier Verräter, ne? Also es gab auch schon 88 harte, da gibt es ein Papier von Reinhard Schuld, Gründer vom Neuen Forum, ich weiß nicht, ob jemand den Namen noch kennt, Reinhard Schuld, der hat damals in einem Oppositionsblatt eine knallharte Abrechnung mit den Leuten gehabt, die halt sich haben 88 im Westen verkaufen lassen. Hat sie als Verräter tituliert. Das gibt so 10 Seiten, ormig gewogen und viel zu leicht befunden, heißt dieser Text, in dem er ihnen sagt, sie sind Verräter. So. Na, es gab ja sehr viel Aufregung über dieses Papier. Ne? Dann muss man sagen, dann gab es dann auch Leute so, ne, es war auch immer klar, dass es Leute gibt in der DDR-Opposition, die mit der CIA rummachen. So, ne? Also Rainer Eppelmann, Pfarrer der Sophiengemeinde, in dem halt auch die Kriegsdienstverweiger immer ihr Haus hatten, das ist in Berlin-Friedrichshain. Rainer Eppelmann, das haben die Spatzen von den Dächern gepfiffen, dass der einen direkten Draht in die CDU hatte. Das wussten alle so, ne? Und da gab es auch immer Zank, so, ne? Also so. Aber es gab natürlich auch persönliche Animositäten, Zankereien, Eifersüchteleien. Es gab natürlich auch immer regionale Streitigkeiten, ne? Es wurde natürlich auch immer misstrauisch auf Berlin geguckt, ne? Die sich da immer auch so im Mittelpunkt gestellt haben, und immer so eine zentrale Rolle einnehmen wollten oder auch genommen haben, die Berliner Gruppen, gab es auch natürlich auch aus der Provinz, würde ich mal sagen, immer auch Zoff so, ne? Also so, ne? Also das war, wie gesagt, es war keine homogene Gruppierung, es war keine Organisation, es war ein loses Bündnis von Gruppen und Grüppchen, die punktuell dann aber immer am Start waren, wenn es wichtig war und zusammen gemacht haben. Also 87, als die Stasi die Zionsgemeinde in Berlin gestürmt hat und da Leute verhaftet hat, dann gab es trotzdem ganz klar ein DDR-weites Bündnis. Alle sind nach Berlin gekommen und haben dort halt so lange die 14 Tage Mahnwachen und Proteste gemacht, bis die Leute wieder freikamen, in die DDR freikamen. Aber auch 88 wurde über mehrere Wochen intensiv dann auch DDR-weit zusammengehalten und gekämpft für die Leute. Trotz der Differenzen, die man hat. Trotz der Differenzen, die wurden halt beiseite geschoben und gesagt, gegen alle Differenzen und hier geht es um die Sache und wir müssen zusammenhalten. Das war dann nach der Wende eben nicht mehr so. Da ging das dann auseinander. Aber ich glaube, das hat dann einfach natürlich auch, ist klar, es ist dann diese, in so einer repressiven Drucksituation, ist ja oftmals so, Bündnisse schmieden sich unter Druck und Repression am besten. Und wenn der Druck vom Kessel weg ist, dann fallen Bündnisse auch schnell mal auseinander und fangen an, sich gegenseitig in die Haare zu kriegen. Ich stelle mir gerade vor, wie schwierig ja die Bedingungen für politische Arbeit waren, so sie denn nicht
sozusagen in dem offiziellen Rahmen stattfindet. Es gab natürlich Repressionen, es gab die beständige Sorge wahrscheinlich, dass man in irgendeiner Weise überwacht wird, dass daraus Konsequenzen für Biografie und vielleicht sogar Schlimmeres erwachsen. Ihr musstet viel geheim halten, selbst unter dem Dach der Kirche wird man jetzt nicht über alles reden können. Das stellt ja eine Bewegung, die sich eigentlich der Demokratisierung verspricht, vor eine relativ große Herausforderung. Wie weit kann man unter so einer Bedingung eigentlich in sich selbst noch demokratisch sein? Ist jetzt ein bisschen gemein, weil wir haben eigentlich auf der Hinfahrt im Auto schon darüber gesprochen. Die Frage ist jetzt. Aber es ist überhaupt gar kein Problem. Also natürlich haben wir auch alle immer vermutet, dass wir von der Stasi überwacht werden. Dass es natürlich nur eine Dimension hat, wie sie hatte, hatte natürlich auch damals keiner geahnt. So, ne? Aber es war allen klar, dass mindestens einer dabei ist. Dass es dann aber so 10, 15, 20, vielleicht sogar ganze Gruppen von denen, naja, okay. Und natürlich gab es dann aber auch, ganz klar, wenn es um wichtige Themen geht, Geheimhaltungssachen und Konspirationen. Und es gab natürlich dann auch Stilblüten in so einer Gruppierung, dass es Innerzirkel gab, die dann aber auch wiederum Innerzirkel hatten. Also man hatte auch so eine Strukturbildung trotz allem, die leider auch dazu führten, dass es auch innerhalb dieser Strukturen Leute gab, die über ihre Informationen auch, sagen wir mal, Macht hatten. Kann man schon sagen. Zwar keine körperliche, aber sozusagen eine organisatorische Macht hatten. Also schon auch wie in Parteien das abläuft. Ne? Information ist Macht, ist ja so ein Begriff, und das herrschte, also auch diese Parole konnte man, also diese Bezeichnung konnte man auch für die DDR selbst für die kleinsten, in den kleinsten Gruppen und in den größeren auch. Die hießen dann halt nicht ZK oder so, sondern es waren dann Vorbereitungsgruppen. Die Vorbereitungsgruppe trifft sich. Und wenn du in einem Friedenskreis warst, dann warst du natürlich nicht automatisch in der Vorbereitungsgruppe, sondern du warst, das waren dann die sich schon lange kannten, die waren in der Vorbereitungsgruppe. So, ne? Und dann gab es auch tatsächlich auch zwei, drei von dieser Vorbereitungsgruppe, die sich dann auch wahrscheinlich schon mal eine halbe Stunde vorher in irgendeiner Wohnung getroffen haben und das Treffen der Vorbereitungsgruppe vorbereitet haben. So, ne? Also ich würde es mal so übertrieben da sein, aber so in etwa war das so ein Haus. Also da muss man ja nicht groß sagen, was da eigentlich abgelaufen ist. Und diese Leute, und es gab dann natürlich auch Leute, was auch in allen Organisationen ist, die dann am längsten, lautesten und dominantesten geredet haben und damit so eine Form von Guru-Funktion eingenommen haben. Also die gab es auch reichlich, politische Führer sozusagen. Also so, ne? Und das war, also das war schon sehr problematisch. So, ne? Also das führte schon dazu, dass also eine informellen Strukturen entstanden sind, die eigentlich nichts mit den hehren Zielen dieser Bewegung zu tun haben dürfte. Ich springe jetzt mal auf ein ganz anderes Thema, weil uns die Zeit davonläuft. Das hat aber mit dem Westen zu tun. Die DDR, der dritte Staat von Weltbedeutung mit U, neben der UdSSR, der USA und unserer DDR, hatte ja, also bezog ja sozusagen einen relevanten Teil all seiner Eigenschaften daraus, dass es da noch dieses andere Deutschland gab. Das gilt im übergreifenden Maße für die Systemauseinandersetzung und gilt für die weltpolitische Lage mit der Mauer und der Teilung und so weiter und so fort. Das gilt auch für die gesamte Propaganda, auch sozusagen auf die Büsche. Also es gibt ja sozusagen eine jeweils immer sozusagen doppelte Geschichte. Also die DDR hat, ich will ja nicht überbetonen, aber man darf es ja auch nicht vergessen, mit dafür gesorgt, dass vielleicht die Kampfbedingungen der Gewerkschaften im Westen besser waren, während umgekehrt das Fernsehen, weil nicht, weiß nicht, Leipzig hat ja noch Empfang, aber Dresden ja nicht mehr,
das aus dem Westen kam, wiederum die Bedingungen für bestimmte politische Auseinandersetzungen im Osten mitbestimmt hat. Wie war das in der Oppositionsbewegung? Wie hattet ihr, mit wem hattet ihr im Westen Kontakt? Was hat euch da beeinflusst? Ihr wolltet ja nicht den Westen, aber es gab ja im Westen auch Leute, die den Kapitalismus doof fanden. Ach so, naja. Also gab es Kontakte? Es gab Kontakte, natürlich gab es Kontakte. Es gab, also Rainer Eppelmann hatte Kontakte zur CIA, klar, als DDR-Oppositioneller. Aber es gab natürlich auch Kontakte zum Grünen. Es gab sogar, also es gab sogar Kontakte in die linksradikale autonome Szene in West-Berlin. Bereits schon 86, 87 gab es diese Kontakte. Die liefen noch streng konspirativer als alles andere überhaupt und sehr, sehr persönlich, beschränkt auf Einzelpersonen, die aber dazu führten, dass zum Beispiel 87, 88, wann war der IWF? 87, 88. Was? IWF war 88, ne? 88 zum IWF. Als die IWF und Weltbank-Tagung war 1988 in West-Berlin und große Teile der Teilnehmer der IWF und Weltbank-Tagung hatten die es gab nicht ausreichend Hotelkapazitäten in West-Berlin, deswegen wurden große Teile der IWF und Weltbank-Teilnehmer in Ost-Berlin einquartiert. In allen Devisenhotels, die da waren, wurden zu diesem Zeitpunkt ausschließlich für Teilnehmer von IWF und Weltbank zur Verfügung gestellt. Und es gab dann in West-Berlin ja sehr große bundesweite Vorbereitungen für Proteste gegen IWF und Weltbank. Es war die Hochzeit der autonomen Bewegung. Und es gab zu dem Zeitpunkt sehr intensive Kontakte, auch über diese Personen zu den Grünen, zum BUND, und aber auch in die autonome Szene, also zu diesen Gruppen, die also diese Proteste maßgeblich auch getragen haben. Und was zur Folge hatte, dass wir parallel und zeitgleich als DDR-Opposition in Berlin ebenfalls IWF-Proteste gemacht haben. Wir haben also zum einen zwar auch versucht, nur auch Veranstaltungen haben, aber wir haben auch öffentlich versucht, in unseren Möglichkeiten denen ein bisschen Stress zu bereiten. Die haben dann ein Kulturprogramm gekriegt von der DDR. Ne? Also die wurden hier nur einquartiert, sondern die haben dann auch noch ein so Berlin-Stadtrundfahrt und so Theaterbesuch und so ein Zeugs. Das wurde alles organisiert für die. Und die wurden zum Beispiel, haben die einen Besuch im Pergamon-Museum, das haben wir rausgekriegt. Und dann standen, als die kamen, so etwa 50 Leute und haben die mit DDR-Fanien beworfen und so. Ne? Also so Sachen. Das war dann sozusagen unsere Möglichkeit, Protest zu üben. Ne? Anschließend, als die dann weg waren, wurden wir alle von der VP eingesammelt und mussten dann den Abend im Gefängnis verbringen, aber so Sachen. Also das war da, auf dieser Ebene lief Zusammenarbeit auch. Es gab den Olaf Palme, als gab es den Olaf Palme Marsch im Westen, Olaf Palme Friedenmarsch, das war im Sommer 89, ich weiß es nicht mehr, ich habe das nicht mehr, ist schon so lange her. Die wurden zusammen organisiert, auch mit Kontakten aus dem Westen. Diese ganze Drucktechnik, und das waren ja die DDR-Opposition zur Verfügung hatte, das war ja nicht so viel, das waren ein paar alte Maschinen, so, mit denen die DDR-Oppositionsblätter gemacht wurden, wurden eigentlich, wenn sie nicht unbedingt von der Kirche waren, von West-Berliner oder westdeutschen Abgeordneten in die DDR geschleust. Also die Druckmaschinen, auf denen die Umweltblätter gedruckt wurden, 87, wo dann auch der Überfall war in der Staatssicherheit, wurde in Einzelteilen über einen Zeitraum von Abgeordneten der AL West-Berlin über die Grenze gebracht und dann in eine UMB zusammengebaut. So, ne? Also so liefen halt die Kontakte auch. Interessant, also die Vorstellung, dass linke DDR-Opposition in Ost-Berlin gegen die imperialistischen Institutionen IWF und Weltbank protestieren und danach von der Volkspolizei dafür inhaftiert worden. Ja. Muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Es klingt natürlich heute viel lustiger oder widersprüchlicher, als es wahrscheinlich damals war. Ich will nochmal zurück in die Zeit, nachdem die Hoffnung vielleicht schon zerschlagen war.
irgendwie dann also auch bei uns beiden in unterschiedlichen Generationen. Es gibt dann nach der Wahl im März die Regierung von Herrn de Maizière. Gibt dann relativ schnell ja eine Entwicklung, die relativ konsequent und zügig auf diese sogenannte Wiedervereinigung zuläuft. Und es gibt gleichzeitig aber auch etwas, das sage ich gar nicht sozusagen als Vorwurf, aber es gibt so etwas wie eine neue Sammlung, aber in der Abwendung. Also ein relevanter Teil der DDR-Opposition findet sich in besetzten Häusern wieder. Ist das sozusagen eine Rückzugsreaktion gewesen? Ist das eine Sache, die einfach da war, weil nun die Frage von Hausbesetzung in dieser kurzen Zeit, wo die Ehen nicht mehr so richtig konnten und die Neuen noch nicht da waren, irgendwie möglich war? Welche Rolle spielte das? Also erstmal ist ja Hausbesetzung in der DDR ja keine Sache, die erst im Sommer 90 oder so entstanden ist. Also Hausbesetzung gab es in der DDR schon immer. Also infolge von massenhafter Bedarf an Wohnraum und gleichzeitig aber auch allerorten heruntergekommene, aber leerstehende Wohnungen haben sich dann die Leute natürlich, also in Berlin-Prenzlauer Berg zum Beispiel, war das an der Tagesordnung, einfach die Wohnung genommen, die sie brauchten, schon Jahre, Jahrzehnte vorher. Und man hatte immer viele Häuser in Prenzlauer Berg, die durch diese Nummer komplett besetzt waren quasi. Und das erste offizielle besetzte Haus ist ja auch eigentlich schon im August 1989 besetzt worden. Und hat sich dann aber erst im Oktober 89 zu erkennen gegeben. So, erstmal so, ne? Also das war auch schon immer eine Form von sozialen Widerstand oder ich nehme mir das auch so ein bisschen so, was mir der Staat nicht gibt, das hole ich mir so, ne? Vielleicht. Aber es ist natürlich für mich, und ich war ja auch Hausbesetzer ab Januar 90, für uns war das auch natürlich eine neue Form von Zusammenleben, von politischen, zu sagen, okay, wir versuchen eine neue Art von politischen Zusammenleben, von demokratischen Miteinander umgehen, also so ein Haus zu besetzen und also mit 18 Leuten oder 20 Leuten zusammenzuleben und dort mal was ganz Neues zu auszuprobieren, demokratische Prozesse, politische Prozesse. Das ist ja eine Sache, die kannten wir ja so alle noch gar nicht. Und das war spannend und auszuprobieren, das zu machen. Also für mich immer zum Beispiel, meinen Mitbewohnern war das halt ein wichtiger Prozess. Und natürlich finde ich, das ist in Form von sozialen Kampf oder so. Ne? Auch, also jeder hat das Recht auf Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum. Das ist ja so eine Grundidee auch von Hausbesetzung, also und heute mehr denn je und so. Und das ist ja auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, so mit all dem Negativen, was ich da auch jetzt erzählt habe, was in der Wende passiert ist und Maueröffnung und da, muss ich trotzdem sagen, war für mich natürlich dieses Jahr 19 trotzdem ein sehr geiles Jahr. So. Also da sind Sachen möglich gewesen. Also der Staat als solches war natürlich Existenz. Also dieser Begriff, der kurze Sommer der Anarchie, ist natürlich in gewisser Weise Blödsinn, weil die staatliche Struktur hat ja nicht aufgehört zu bestehen. Die war permanent vorhanden, die war intakt, sie war theoretisch handlungsfähig, wenn auch eingeschränkt und verhalten und schüchtern. Aber genau das war ja der Punkt, dass uns Möglichkeiten eröffnet hat, halt Sachen zu machen, andere Sachen, Häuser zu besetzen. Also ich würde sagen, das Jahr 90 war vielleicht das freieste Jahr in der Geschichte Deutschlands, wenn ich sogar... in der Geschichte Deutschlands kann man schon sagen. In der Geschichte der DDR auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ja. Und wie viel Häuser gab es da? Ich meine, gab es also, im Westen schon in den 80er Jahren so weit wie eine Hausbesetzung, ja, die dann mit Gentrifizierung zu tun hatte oder mit Stadtverfall? Nein, und nun kommen jetzt diese, das ist ja so eher so ein Ost-Berliner Ding auch gewesen. Ich glaube, du musst erzählen, es gab über 200 besetzte Häuser in der Zeit. Mhm. Wobei man auch sagen muss, es stimmt eben nicht ganz, dass es so ein Ost-Berliner Ding war, sondern von diesen 200 Häusern vielleicht 30 von Ostern besetzt. Der Rest. Und dann war das, also und nicht weil. Ja, der Rest, also auch eure Übernahme. Nein, der Punkt war gewesen, mehr Leute waren nicht da. Also das Potenzial, was bereit war, Häuser zu besetzen, reichte für 30 besetzte Häuser, so kann man so sagen. Ne? Also im April, Mai war da so ein 90 so eine Stagnation da. Aber es gab da auch schon erste westbesetzte Häuser, also wo im Westberliner Westdeutsche gekommen sind und Häuser besetzt haben. Es gab dann auch so Mischsachen, so, ne? Gemeinsam Haus besetzen, sich kennenlernen, ausprobieren. Also das war ja auch spannend eigentlich. So, ne? Und dann am Mai, und das bezog sich zu diesem Zeitpunkt, die meisten besetzten Häuser gab es eigentlich auch nur im Prenzlauer Berg, ein paar in Mitte. Der Bezirk Friedrichshain, der war absolut, da gab es ein besetztes Haus, ne? Das von Ostern besetzt. Und im Mai 90 ging es überhaupt erstmal los. Da wohnen eben diese ganzen Häuser, die man kennt, Mainzer Straße, Kreuziger Straße, Rieger Straße, die ganzen Häuser mit diesen Massen von besetzten Häusern. Das ging erst ab Mai 90 los und dann war es wie so eine Rand. Und dann innerhalb von Wochen hatten wir plötzlich 200 besetzte Häuser. Gab es denn Strukturen, die diese einzelnen Häuser verbunden sind? Ja, das war alles relativ schnell. Also ein Hausbesetzerrat gab es eigentlich von Anfang an. Mhm. Der wurde dann ab April, Mai wurde der dann auch aufgrund der Größe, der Masse der besetzten Häuser, musste der professionalisiert werden. Das war dann also eine richtige Struktur. Dann gab es ein richtiges Verhandlungsgremium, die dann also kontrolliert, also mit Vertretern, mit dem Magistrat verhandelt hat über Verträge. Aber alles war super demokratisch organisiert, also Pläne haben, also das war das Allerschlimmste, was ich meine, also in dieser ganzen war diese Hausbesetzer-Vollversammlungspläne, also man sagt, es sind da 150 Leute in einem Raum, die also Hände heben ist ja spießig so, ne? Aber trotzdem muss man irgendwie, na, kennt ihr ja, so wie Frau Faust, so, also es war unerträglich, so unerträglich. Und es war langwierig und zäh und Prozesse haben ewig gedauert. Aber okay, das basisdemokratische Mechanismen sind sau anstrengend, aber sind cool eigentlich, müssen ja sein. Also das ist ja auch ein Teil von so einem besetzten Haus, Basisdemokratie zu lernen. Ne? Also die Interessen von 18 Leuten, oder in meinem Haus, wir waren zu 18 Leuten unter einen Hut zu kriegen, ohne Abstimmung und ohne Zentralkomitee. Also, das ist krass. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, Dietmar, da hast du eine These vertreten, über die ich noch sehr, sehr lange nachdenken musste, weil man könnte ja auf die Idee kommen, das ist jetzt ein bisschen vereinfachend formuliert, dass ein relevanter Teil, zumindest der Berliner linken DDR-Opposition, in der Enttäuschung der ersten Jahreshälfte des Jahresbeginns 1990, vielleicht auch schon das Ende des Jahres 1989, so weit wie einen kleinen zweiten Frühling erlebt. Also insbesondere der Teil, der sich sozusagen um so autonome anarchistische Kreise herum, Antifa spielte sicherlich auch schon eine große Rolle. Und es gibt ja nochmal diesen Hausbesetzer-Frühling. Dann kommt Mitte November die Mainzer Straße. Und das ist ja gewissermaßen, ich glaube, du hast es nicht so zugespitzt formuliert, wenn ich das falsch sage, dann musst du auch sofort widersprechen. Aber es klingt ja so ein bisschen, dass es so eine Art militärische Lösung der friedlichen Revolution schon in dem anderen Land gibt. Also November 90, die viertägige Räumung der Mainzer Straße, in eine bürgerkriegsähnliche Situation über mehrere Tage, es wurde auch geschossen.
da richtete sich ja sozusagen der Weststaat mit, oder der neue Staat mit seiner militärisch aufgeladenen Polizei gegen diesen unbestimmten, freiheitsorientierten linken Hausbesetzer, gegen diese Szene, die aber eigentlich ja soweit wie ein letztes Echo auch dieser linken DDR-Opposition war. Am Ende haben euch die Westbullen gesehen. Würde ich jetzt nicht mehr so sagen, das ist das, was. Also ich glaube, also ich würde nochmal sagen, große Teile der linksradikalen Szene in den 90er Jahren, in den 1990 und auch hauptsächlich auch in den Häusern, also der überwiegende Teil von denen ist erstmal Westler, und von denen, die Ostler sind, sind viele, die, sagen wir mal, aufgrund ihres Alters durch die Wende, sagen wir mal, anpolitisiert wurden. Oder kurz vorher. Also, was da in Berlin 1990 passiert, ist, dass ein Schub kommt, aber eher die jungen Leute, die vielleicht vorher das alles nur spannend zugeguckt haben, durch diese ganze Hausbesetzer-Antifa-Sachen plötzlich so ein Drive kriegen und Sachen machen. So, ne? Also bei mir, ich meine, 1990, ich war 27, als wir das Haus besetzt haben, die meisten von uns 18 waren nicht mal voll, also die, um die 20 rum, unter 20, wir hatten, also der Jüngste war 15. So, ne? Also so, ne? Das ging richtig, das machte so richtig so Peng. So, ne? Ja. Von den, sagen wir mal, alteingesetzten linken DDR-Oppositionellen hat sich kaum jemand an dieser Bewegung beteiligt. Die haben sich im Umfeld, Vereinigte Linke, Bürgerbewegung weiter bewegt, tun es teilweise jetzt noch, haben sich interessiert, skeptisch zugeguckt, was da passiert. So. Also viele Leute um uns herum, wir haben uns auch von den Strukturen der Linken, die Opposition zu diesem Zeitpunkt auch relativ schnell löst. Viele sind auch raus aus der Kirche, das war auch klar gewesen, als die Möglichkeit bestand, eben, also wir haben die Antifa gegründet im Sommer 89 in der Kirche von unten, in kirchlichen Räumen, da haben wir eine Antifa gegründet. Der überwiegende Teil der Leute, wir waren beim ersten Treffen, waren 100 Leute da, die waren alle super jung, Schüler, ich glaube, ich habe gefragt, ist jemand in der FDJ, da hat die Hälfte die Hand hochgehoben. Also so absurd ist das, ne? Und aber als wir dann, und viele von denen waren Leute, die eben gerade auch sozusagen die ersten waren, die dann diese Hausbesetzerbewegung angefangen haben im November, Dezember, Januar. So und da gab es einen totalen Schub. So, ne? Das war echt, da ging es ja nicht nur, da waren ja viele Sachen, da ging ja auch gleich so andere Protest, antimilitaristische Sachen und los. Wir sind ja auch rüber im Westen. Wir haben ja auch sofort auch Kontakt zu den Autonomen aufgenommen. Wir waren bei denen auf den Demos. Wir haben eine erste Mai-Demo gemacht in Berlin. Unsere erste, die wurde, wenn du einer sitzt, beim letzten Veranstaltung hat Andreas gesagt, wir haben eine autonome Demo gemacht am 1. Mai. Die ging von der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ostberlin zum Kollwitzplatz im Prenzlauer Berg. Da endete die. Danach hieß es, okay, und jetzt gehen wir alle zusammen rüber nach Westberlin und schließen uns der Westberliner Revolutionären Autonomen Demo in Oranienplatz ein. Also die Ostpolen haben uns alle in Ruhe gelassen. Dann sind wir als Demo komplett darüber gezogen und dann sind wir Janowitzbrücke, Heine-Straße über den Grenzübergang. Die Ostpolen und die Grenze haben gesagt, hier, pst. Wir waren kaum drüben, da standen mehrere Hundertschaften Westberliner Bereitschaftspolizei und hat unsere Demo zusammengeprügelt. Also das war sozusagen der erste Kontakt mit der Staatsmacht. Ne? Das war richtig übel. Haben nicht alle Begrüßungsbögen? Nein. So, also das ist der Punkt. Ne? Also natürlich
was die Mainzer Straße betrifft und die Auseinandersetzung um die Mainzer Straße, das ist natürlich ganz klar. Also das ist, das war klar, dass der westdeutsche Staat sich solche Sachen nicht gefallen lässt. Die Pläne für die Räumung der Mainzer Straße wurden schon Wochen, Monate vorher geschmiedet. Es gibt Informationen, dass die Westberliner Bereitschaftspolizei schon im August in einem Kasernengelände der US-Armee, wo Häuserkampf getrainiert wird, die Räumung von besetzten Häusern trainiert hat. Also die waren von vornherein darauf vorbereitet, genau das zu machen. So, also und ich glaube, also in dem Mainzer Straßenbuch, es gibt der Basisdruck Verlag, es gibt ein Buch über die Mainzer Straße, ist sehr gut, der hat der Basisdruck Verlag herausgegeben, das ist leider auch schon vergriffen, man muss mal sehen, ob man das in der Bibliotheken bekommt, sehr lesenswert. Und da wird, erzählt ein Besetzer, er sagt, das ist doch, der bundesdeutsche Staat würde niemals Strukturen zulassen, die seine Vorstellung von Recht, Gesetz und Struktur in Frage stellt. Und so ein Häuserverbund wie die Mainzer Straße, also 14 besetzte Häuser, wo die Staatsgewalt im Prinzip außer Kraft gesetzt wird, war natürlich ganz klar nicht akzeptabel. Nicht akzeptabel. Und die bundesdeutsche und auch Westberliner Regierung, denen war von vornherein klar, dass sie diesen ganzen Kram beiseite haben wollten. Das ist ganz klar. Es war absehbar, dass es dann so schnell und mit solch einer Härte passiert. Das hat natürlich niemand erwartet. Und das war, also ich war die 3 Tage dort. Es waren die schlimmsten Tage in meinem Leben. So, ne? Also es war wie Krieg. Da muss man dann auch sagen, da war dann auch klar, mit allen Militanz- und Revolutionsparolen, die linksradikale Szene auch immer hat und so, da gab es keine militärische Lösung. Also diesen Kampf hätte man nicht gewinnen können, weil also das war tatsächlich also 500 gegen eine Armee, so, ne, kann man sagen. Also bis hin zu das halt, also Blendschockgranaten, tagelang Gasgranaten, die haben Tausende von Gasgranaten in diese Straße geschossen. Bis hin zu scharfen Schüssen. Also hier hat der Staat ganz klar gezeigt, wer die Macht hat. Also das ist dann da, es ist schon klar. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Die reißt uns jetzt so ein bisschen aus dem Jahr 1990 raus und katapultiert uns ins Jahr 2014. Aha. Das war ja der erste Höhepunkt der bundesweiten Feierlichkeiten zu 25 Jahre unsere Wende. Wie hast du das erlebt? Wie hast du diese, das war ja nun medial überrepräsent. Es war unsäglich, also ich glaube, ich konnte es kaum aushalten. Ich habe also Fernsehen, habe ich sowieso nicht geguckt, so, ne? Nachrichten habe ich möglichst vermieden. Also immer wenn sowas kam, ich auch, scheiß mal aus, bloß nicht. Also für mich war es, oder unsäglich, für mich war es, also das war natürlich dann die ganze Geschichtsschreibung und so, ne. Meine Tochter ist jetzt 21 und die interessiert sich nicht besonders für Politik. Die sagt aber trotzdem, okay, ich weiß, dass es da nicht um deutsche Einheit ging bei euch in eurer Friedensbewegung. Aber worum es da eigentlich ganz genau geht, weiß ich gar nicht so genau und in der Schule wird das auch gar nicht erzählt. So, ihre Freunde schon, ne, die wissen das alles gar nicht. Da muss sie auch immer ständig diskutieren, weil die immer sagen, na hier, es ging doch vor 25 Jahren um die deutsche Einheit und das wird auch in den Schulen ja auch nicht unbedingt ausgeräumt. Dass es, wenn es überhaupt thematisch irgendwie befasst wird, so.
Also das ist das Schlimme. Und das Allerschlimmste bei der ganzen Sache finde ich, dass eben viele meiner ehemaligen Mitstreiter in der DDR-Opposition sich sozusagen zum, wie soll ich sagen, zum Handlanger machen für diese Geschichtsrevision, die da betrieben worden ist. Und also das ist für mich am unerträglichsten so. Ne? Also und ich ertappe mich jetzt schon, das ist ja schon so paradox, so, ne? Weil die Grundziele dieser ganzen Sache ja für mich auch richtig sind. Wenn ich mich dabei ertappe, ne, dass ich mich sozusagen jetzt schon die DDR verteidigen muss und meine alten Feinde in Schutz nehme, dann merke ich schon, dass das was nicht stimmt. Ne? Aber es ist ich glaube, wir werden es ja dieses Jahr, wird es dann nochmal kommen, so, ne? Also im November, im Oktober oder im September wahrscheinlich schon, dann geht's los. 25 Jahre Deutsche Einheit, wenn wir uns schon alle freuen, dann wird es alles schön schwarz-rot-gold sein. Ich glaube, dagegen war das, was letztes Jahr war, noch gar nichts. Dieses Jahr wird es noch besser. Da können wir uns freuen. Gut, das ist jetzt eine weniger optimistische Vorhersage. Ich danke Dietmar Wolf für dieses Gespräch, aber wir machen jetzt noch nicht gleich Schluss. Wer gerne auch noch was dazu sagen möchte oder eine Frage hat, ist jetzt aufgerufen, sich zu melden. Es soll hier natürlich niemand gezwungen werden, Stellung zu nehmen, obwohl heute eins der Hemmnisse, nämlich das Mikrofon, gar nicht mit im Saal ist. Schieß los. Ja, ich habe noch eine Frage dazu, was mit der linken DDR-Opposition nach der Wende passiert ist. Also das ist ja schon so ein bisschen so, was uns danach passiert ist, aber irgendwie, als ich mich vor ein paar Jahren in Bremen politisiert habe, war so eine linke Traditionslinie, die irgendwie an 68 anknüpft, irgendwie relativ präsent da drin. Und als ich hierher gekommen bin, hatte ich schon das Gefühl, man muss so krass suchen nach der linken DDR-Opposition. Und was ist denn eigentlich in den 20, 25 Jahren danach mit bei den Strukturen, aber auch Personen dieser DDR-Opposition passiert? Wo sind die? Gute Frage. Ja, die gibt es kaum noch, würde ich mal so sagen. Das, also ich glaube auch tatsächlich, also einerseits, schon, also ich muss erst sagen, schon seit der, also das ist glaube ich schon der erste Knackpunkt ist auch schon tatsächlich die Volkskammerwahl und dieses Wahldesaster für Linke. Hat, ich glaube, schon damals in meinem Umfeld viele zur Resignation geführt. Also viele haben gesagt, was hat alles keinen Sinn hier, ist alles Blödsinn, Schwachsinn so. Ne? Es ist halt zerfasert so. Und die Linke, die der Opposition, wenn man sie so nennen will, ist tatsächlich in der DDR-Opposition selbst auch immer nur, und tatsächlich dann auch nur eine Minderheit gewesen. So, ne? Und viele haben einfach im Laufe der Jahre aufgesteckt. Es gibt ein paar Aufrechte, die da immer noch rumrödeln, so, aber im Großen und Ganzen ist da nicht, ist einfach nicht mehr viel von, sind alle alt. Also ich meine, ich war 27 Jahre in der Wende, also mein Mitstreiter Thomas Klein ist fast 70, also das muss man dann auch sehen, so. Das sind Leute, die haben teilweise ab seit Mitte der 70er, Anfang der 80er Jahre Politik gemacht und waren da halt schon Leute, Leute im Alter von 30, 40 so, oder okay, da 21, also die waren sie gibt es halt einfach kaum noch. Das ist leider Gottes, so muss man sagen. Aber, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, das Schöne ist eben, und das war halt das Gute, sie ist auch abgelöst worden durch eine neue linke DDR-Opposition, nämlich die in der Wende als junge Menschen sich anpolitisiert haben und dann auch, sagen wir mal, den Grundstock für eine neue linke, linksradikale Struktur gebildet haben, die dann in den 90er Jahren Antifa-Arbeit gemacht haben, weiter in den besetzten Häusern gewohnt haben, Politik gemacht haben. So, ne? Also es ist, und die Veteranen der DDR-Opposition, ja,
die gibt es halt auch noch. Es gibt, wie gesagt, es gibt eine Handvoll, die sind immer noch aktiv, aber Salavi, so ist das halt. Ne? Nee, man kann sie hat sagen, den Telegraph, ne? Ja, okay, ja genau. Es gibt den Telegraph. Will jemand ein Wort zum Telegraph sagen? Den Telegraph? Ja, man kann. Also der Telegraph ist eine Zeitschrift, die ist eigentlich entstanden aus einer DDR-Oppositionsblatt. Dieses DDR-Oppositionsblatt hieß Umweltblätter und wurde in Berlin in der Umweltbibliothek mit einer Hand, mit der vorhin beschriebenen Druckmaschine gedruckt, in einem sehr einfachen Druckverfahren mit Wachsmatrizen. Also da konnte man aus so einer Matrize konnte man 200 Exemplare, also 200 Seiten drucken. Die wurde sehr aufwendig hergestellt. Die gab es dann in einer Auflage von 2000 Stück. Sehr schlecht lesbar, ohne Bilder, an der Seite mit einer Heftklammer geklammert. Manchmal waren so Zeichnungen drin. So. Die wurde, das war das wichtigste Oppositionsblatt der DDR-Opposition. Wohlgemerkt. Da gab es dann einen Verteilerkasten in der Umweltbibliothek. Und da sind die Leute dann aus der ganzen DDR hingegangen, haben sich dann ihr Exemplar geholt, haben es in ihre Region gebracht und haben es dann teilweise weiter vervielfältigt. Mit Schreibmaschine abgetippert und an allen Möglichkeiten mit Hand abgeschrieben ab oder so. Ne? Also diese Zeitung. Als im Oktober 89 war klar gewesen, dass dieses Format so, die Schnelligkeit, also alle zwei Monate erscheinen, diese Schnelligkeit nicht mehr hin, wir kriegen diese Schnelligkeit nicht mehr hin, wir müssen schneller rauskommen, wir müssen irgendwie mehr machen. Und dann haben sich die Redakteure der Umweltblätter umgeschaut, ob es andere Oppositionszeitungen gibt und da Redakteure, die mitmachen in ihrer Zeitung. Und daraus ist der Telegraph dann entstanden, der im Prinzip auf der gleichen Art und Weise entstanden ist, aber mit dem Unterschied, dass er täglich erschienen ist. Und morgens, also haben die Redakteure über Wochen morgens getroffen, Artikel gemacht, abends, nachmittags gedruckt, abends Verkauf verteilt und erinnert diese tägliche Erscheinungsweise? Oktober, November. Das bisschen in, ich glaube, so Mitte Dezember sind wir von der täglichen dann auf wöchentlich und so. Also okay, das ist die Gründungsgeschichte so. Also die Zeitung gibt es mittlerweile, gibt es immer noch seit 25 Jahren sozusagen. Wir sind eine kleine Zeitung, wir sind nicht mehr in der Umweltbibliothek, wir sitzen im Haus der Demokratie und Menschenrechte seit vielen Jahren in Berlin und erscheinen seit letztem Jahr sogar nur noch einmal im Jahr, aber mit, glaube ich, 200 Seiten. Und wir sind nicht im Postzeitungsvertrieb erhältlich, sondern über Abo. Man kann, also wenn du was da erfahren willst, kannst du im Internet gucken, telegraph.cc, Telegraph klein geschrieben und mit PH hinten. Ja, und wir sehen uns als letztes existierende Zeitschrift der linken DDR-Opposition, aber wir schreiben natürlich nicht über, nur über die DDR, wir sind kein historisches Buch, sondern wir sehen uns natürlich als eine linksradikale Zeitung. So, kann man schon sagen. Parteiunabhängig, behördenunfreundlich. Ich habe jetzt noch eine Frage. Also von meinen eigenen Erfahrungen mit zivilen Ungehorsam weiß ich, dass so dieses auf die Straße gehen und was erreichen, was ja bei der Wende tatsächlich, man hat sogar den ganzen Staat gestürzt, dass es eigentlich sehr ermutigend ist und einen zum sozusagen zum aktiven Handeln motiviert und anleitet. Nun frage ich mich, und das frage ich vielleicht auch an alle, die dabei waren, sozusagen, was hat das denn, weil das, was hat das denn mit den Leuten gemacht, die damals auf der Straße waren? Also war das einfach schon so nationalistisch gekippt, dass daraus nichts gefolgt ist? Oder also muss daraus nicht damals erstmal eine wahnsinnige Motivation zum,
zum Engagement oder so gekommen sein? Und weil so ein bisschen haben wir uns jetzt in der Analyse von Pegida immer gefragt, ob diese zum Teil wirklich ja wahnhafte Motivation, jeden verfluchten Montag da auf die Straße zu gehen, so ein bisschen sich noch aus diesen Erfahrungen irgendwie erklärt oder so. Und, also, und diese, ja, die haben ja so ein Durchhaltewillen da immer montags und so. Ja. Also die erste Gegenfrage, hat's eine, wurde denn der Staat gestürzt 89? Ich wüsste nicht. Nee. Ausgetauscht. Also die SED hat bis zum März 1990 die DDR regiert. Die Volkspolizei hat sich nicht in wohl also bei einer Revolution wird auch zuerst immer das Postamt besetzt und der Fernsehsender. Ich kann mich nicht entsinnen, dass das passiert ist. So, ne? Also, ne, ist jetzt ein bisschen böse, aber ich sage immer so, 89, klar, es gab eine revolutionäre Situation und die Menschen sind auf die Straße gegangen und das Regime hat gewackelt. Ne? Und die Macht lag auf der Straße. Und dann hätte man sie aufheben müssen, nur niemand hat da Bock zu gehabt. Und dann hat die SED die Macht wieder aufgenommen und hat sie bis zum März verwaltet und dann an die Allianz für Deutschland übergeben. Mit der Zustimmung natürlich dann der Bevölkerung. Weil der Punkt ist, in dem Moment hatten sie die Wahl zwischen selbst den Arsch hochmachen und sich ihre eigene selbstverwaltete Gesellschaft schaffen oder deutsche Einheit, Kapitalismus und vermeintlichen Wohlstand, der ihnen von Helmut Kohl versprochen wurde. Und da haben sich die Menschen eben für den Spatz in der Hand statt für die Taube auf dem Dach entschieden. Und das ist der entscheidende Punkt. Warum in der DDR dann letztendlich so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Und die Menschen kein Interesse an einem selbstverwalteten sozialistischen Staat hatten. Und wahrscheinlich kann man denen das auch gar nicht übel nehmen, weil ihnen ist das über Jahrzehnte gründlich ausgetrieben worden. Ja. Und da meine ich natürlich nicht nur die SED, da meine ich natürlich auch das Dritte Reich und das Kaiserreich und Bismarck und so. Also aber natürlich auch die SED. Die hat natürlich auch in 40 Jahren geschafft, den Leuten die Lust auf Veränderung und Fortschritt und eigene Gedanken und Ideen genommen. Also, ne? Ich glaube, ich würde gerne auch noch kurz dazu antworten, weil es gibt ja noch eine zweite Dimension in deiner Frage. Also ich würde schon mal ganz gerne die Montagsdemonstration, das ist ja nun was symbolisch aufgeladen, das wurde seinerzeit nicht nur montags demonstriert, in Leipzig über einen längeren Zeitraum. Ich würde die schon ganz gerne gegenüber allen Nachfolgern, von, die sich unter diesem Symbol Montagsdemonstration stellen, verteidigen. Ich glaube sogar, der zentrale Unterschied ist ein doppelter. Damals ging es um Veränderungen. Also Pegida ist ja im Wesentlichen auch eine politische Form, die sich gegen Veränderungen richtet. Mal abgesehen von allem Offensichtlichen, worüber wir jetzt nicht lange reden müssen. Ich glaube aber, dass eben auch rechte Bewegungen sich das aneignen können heutzutage. Es gibt ja nicht nur die hier in vor allen Dingen Sachsen sehr umfangreichen Montagsdemonstrationen unter dem Pegida-Rubrum, sondern wir hatten in Berlin jetzt auch eine sich immer wieder montags zusammenraufende eher rechte Bewegung, hat etwas mit dieser merkwürdigen Erzählung von 89 zu tun. Also die können sich das symbolisch auch deshalb aneignen, weil von 89, 90 nur noch das Nationalistische übrig geblieben ist in dieser herrschenden Erinnerung. Es wird behauptet, damals wäre es nur um Deutschland gegangen. Und selbst wenn Dietmar völlig recht hat, dass es leider sich eben nicht um die Mehrheit handelte, in all dem, was seinerzeit sich bewegte, sondern um eine Minderheit, ist aber, dazu ist die Linke wahrscheinlich immer verdammt, in der Minderheit zu agieren,
ist es schon so, und das muss man, glaube ich, auch in so einem empathischen Sinne versuchen, immer wieder klar zu machen. Für unglaublich viele Leute, selbst wenn sie im Nachgang enttäuscht sind über den Ausgang, waren diese paar Monate also eine irre Zeit. Ja, insofern eine irre Zeit, als dass man einmal gemerkt hat, dass durch die Selbstbetätigung von Leuten aus vernünftigsten Gründen etwas in Gang gesetzt werden kann, wo wir vielleicht mit dem Ergebnis nicht einverstanden sein können, aber es hat sich was bewegt, es hat sich in einem so großartigen Sinne was bewegt, und ich bin heute vielleicht auch in dem naiven Sinne davon immer noch erleuchtet. Also dass das einfach passiert ist, ja, da hast du recht. Ist einfach wunderbar. Mit dem Ergebnis bin ich jetzt nicht so zufrieden. Aber Geschichte ist möglich. Das ist also für jeden Linken, der davon aussehen muss, dass seine Kritik irgendwann mal auch also auf die Ebene der praktischen Wahrheit irgendwie kommt, also dass die Dinge, die man immer für falsch hält, dass sie sich wirklich ändern können, war das einfach eine großartige Erfahrung. Die Dinge können sich ändern. Selbst wenn du recht hast, dass also der Staat in seiner bürgerlichen Form sozusagen nur die Hosen gewechselt hat und so weiter und so fort, die private Aneignung der Güter und so weiter, es hat sich sozusagen natürlich strukturell, aber es ist in der Tat eine großartige Erfahrung. Die muss auch, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Manko. Wir haben bei der letzten Veranstaltung einmal darüber diskutiert, da waren wir unterschiedlicher Meinung, da waren noch ein paar andere Leute mit dabei. Wer ist denn eigentlich schuld daran, dass über diese linke Erbe dieser friedlichen Revolution so wenig zu erfahren ist? Nun kann man immer sagen, die anderen. Aber so ein bisschen, und da hatten wir dann auch so ein paar Kontroversen, sind das eben auch die Leute, die selbst dabei waren. Aus Resignation, aus fehlenden Mitteln, weil man nicht gehört wird. Mhm. Aber wir erzählen es halt selber auch nicht weiter. Oder zu selten. Und hier erzählen wir es jetzt auch weiter. Ist ja auch gar nicht schlecht. Noch, also ich, ja, würde ich bestätigen. Und ich muss auch sagen, es ist mir jetzt auch gerade so eingefallen, die für mich kreativste und in der Art und Weise und in der Bildhaftigkeit nie wieder gesehene Demonstration, ja, ist für mich am 4. November in Berlin Alexanderplatz, wo eine halbe Million Menschen demonstriert haben. Und was da an also transparenter Kreativität war, ist unglaublich. Unglaublich. Also da könnten sich Jensen autonom sollten sich da mal ein paar Ideen holen. So. Das ist also wirklich, wirklich Witz und Kreativität und Geist, genau drin, in all diesen Transparenten. Ne? Also, und das war wirklich, da dachte ich auch so, wow, was normale Menschen, das waren normale Menschen, die waren euphorisiert. Aber das Problem war eben, 5 Tage später war es alles scheißegal. Das ist das Problem. Also da muss ich dir dann sprechen, so, weil dann ist dann so, ja, klar, die Leute haben natürlich da auch gesagt, wow, was für eine Zeit. Aber sie haben sich trotzdem wieder kaufen lassen. Ganz schnell aus der Bahn bringen lassen. Tja, also ich komme aus dem Westen und ich kann leider nicht sagen, dass ich in meinem Leben diese wichtige Erfahrung, dass sich die Dinge verändern, gemacht habe. Da hat sich nie was verändert. Das ist der Unterschied. Aber okay, es gibt viele Unterschiede natürlich. Wir sind erst vor einem halben Jahr nach Leipzig gezogen. Vom Wissen her, ich selber bin Österreicher, hört man vielleicht auch ein bisschen. Na gut, auf jeden Fall will ich natürlich jetzt nicht den Westen in den Vordergrund stellen, sondern schon deine DDR-Erfahrung, die für mich immer Theorie war. Klar, DDR war für uns Theorie, wie überhaupt die Sowjetunion und überhaupt alles Theorie war. Weil wir waren zwar auch Linke im Wissen, aber keine Macht, nichts verändert. Veränderung war völlig unmöglich, das war immer nur so eine ganz kleine Gruppe und so weiter. Aber, was ich mir jetzt die Frage gestellt habe, ganz naive Frage eigentlich, wollten die Leute in der DDR eigentlich den Sozialismus oder wie seht ihr das? Ich meine,
da gab es 50 Jahre Erfahrung und wollten die Leute das überhaupt? Sozialismus, was war das für euch? Für mich weiß ich, ich bin Marxist, ich weiß, was Sozialismus, also für mich ist nicht was. Gemeinde. Aber wie war das, wie siehst du das? Also ich würde es mal so sagen, das, was die Leute als, was den Leuten erzählt worden ist, was Sozialismus ist in der DDR, das wollten die Leute nicht mehr. Und, aber was richtiger Sozialismus ist, das kannten, wussten die Leute auch gar nicht. Woher denn? Die haben ja noch nie, die haben genau wie du noch nie, oder ich auch nicht, wirklichen Sozialismus erlebt. So, der Trump hat das schon gesagt. Also, wie sollen denn die Leute wissen, wie Sozialismus ist? Und der Punkt ist, wenn einem gesagt wird, das ist Sozialismus, mit Vehemenz, und es sagen, haben die, hat die SED gesagt, das ist Sozialismus. Und, das Kapital, und die Kapitalisten haben gesagt, das ist Sozialismus. Und keine sozialistischen Experimente mehr. Und da haben die Leute gesagt, genau, keine sozialistischen Experimente. Alternative der, Deutschland. Der Tom hat es richtig gesagt. Für mich, im Westen aufgewachsen, war die soziale Frage das Entscheidende. Ja, also das es gibt keinen Sozialismus ohne ökonomisches Denken. Für mich war diese Unterschiede ökonomisch so gravierend und so zentral für mein ganzes Leben und für jeden Klicken in der... Ja, aber das ist nicht alles. Ja, okay, aber... Die vollgefressene Taube im goldenen Käfig hat auch keinen Bock irgendwann mehr auf den goldenen Käfig. Die würde lieber mal ein bisschen rausfliegen. So. Also es ist ja so, ich glaube, dass es ist ja unbestritten, dass die Anziehungskraft dann im sozusagen demokratischen Sinne insofern, als dass die Mehrheit der Bevölkerung bereit gewesen wäre, sich im Winter 1989 auf eine Erneuerung des Sozialismus auf Grundlage von verschiedenen Überlegungen, Erhaltung der Lebensgrundlagen, Demokratisierung, keine Ahnung, einzulassen, war gering. Also sozusagen, man kann es ja faktisch nicht bestreiten, weil es genau anders gekommen ist. Also die 0,8% für die Vereinigte Linke bei der Märzwahl 1990 sprechen eine deutliche Sprache. Ich würde aber trotzdem sagen... Warte mal kurz. Es ist ja nicht so, dass die Leute sich nicht... Also ich meine, gerade weil du sagst, Vereinigte Linke, es gab ein Papier, es gab ja Konzept, es gab die Bühler Plattform, es gab den Vorschlag für einen komplett neuen Verfassungsentwurf. Ne? Der wurde gedruckt in hunderttausender Auflage, ein Vorschlag. Es ist ja nicht so, dass nicht auch in der Wende oder in dieser Zeit dann es auch linke alternative Konzepte entwickelt waren und die auch nicht propagiert wurden. Nur das Problem dabei war, dass die mediale Dominanz der Alternative für Deutschland und der SPD unterstützt durch diese finanzielle Macht des bundesdeutschen Parteiensystems. Also es ist einfach so, du hattest keine Chance. Die Vereinigte Linke hat irgendwie im Wahlkampf kleine Plakate gedruckt und ein paar tausend Flugblätter verteilt und die ganze DDR war mit Hochglanzbroschüren vollgeballert, wo ich gesagt habe, keine sozialistischen Experimente und niemand wird es schlechter gehen, vielen wird es besser gehen. Also es war ein Kampf von einer Maus gegen Elefant, also David gegen Goliath. Das war keine Chance, das war ungleicher Wahlkampf. Und es ging auch nicht nur der VL, so, es ging halt auch die PDS, die hat ja lange genug Zeit gehabt, die hätten es ja besser machen können vorher. Ne? Sie mussten ja nicht, die hatten 40 Jahre Zeit, echten Sozialismus aufzubauen. So, ne? Also nicht die PDS, sondern die SED, die Vorgängerpartei. Der Punkt ist einfach, die Leute wollten die einfache Lösung, das ist das Problem. Die Linken hatten keine einfache Lösung. Linke haben nie einfache Lösungen. Einfache Lösungen sind was für Deppen. So, ne? Aber das ist das Problem, ne? Weil natürlich, es ist so, finde ich schon. Ne? Einfache Lösungen gibt es nicht.
Niemand hat einfach, auch die Kapitalisten haben einfache Lösungen, bloß die haben keine einfache Lösung, bloß die, die scheren nicht drum, die lügen dir die Hucke voll. Und das ist der Unterschied. So, ne? Und das haben sie getan. Und die Leute haben das geglaubt, weil sie es glauben wollten, aber auch. Weil sie es glauben wollten. Weil die einfache Lösung immer schöner ist. Vielleicht war die Wende das sozialistischste an der DDR in ihrer ganzen Geschichte. Ja. Und zwar aus einem ganz absurden Grund. Den kann ich mit einer Anekdote erzählen, die ich selber erlebt habe, wegen zu jung. Aber mein Vater, der so in den 60er Jahren studiert hat, dabei auch die üblichen Pflichtveranstaltungen, Marxismus, Leninismus und so weiter, wurde damals also von ihm nicht als Belastung empfunden, sondern mit Interesse besucht. Und Interesse führt ja auch zu den eigentlich spannenden Fragen. Und eine dieser spannenden Fragen lautete dann, die hat nicht er gestellt, sondern eine Kommilitone von ihm, die Sowjetunion bewegte sich gerade auf einen neuen Zyklus zu. Also wurde ja alle paar Jahre der entwickelte, vom besonders entwickelten Aufbau des Sozialismus etc. abgelöst. Und man war also immer schon knapp vorm Ziel, nur wie beim Bergsteigen, so Mist, da ist dann doch noch eine weitere Etappe. Und da frug dieser Kommilitone ja, wann ist denn eigentlich nun der Kommunismus erreicht? Und der Dozent für ML antwortete, ohne nachzudenken, in 48 Jahren. Nun fragt man sich ja, okay, woher weiß er das so genau? Aber dahinter steckt ja was Psychologisches. Also er hat genau eine Zeitspanne aus der Pistole geschossen gewählt, die er selber nicht mehr erlebt. Also er kann für die Lüge, die er genannt hat, nicht mehr bestraft werden. Was ich damit sagen will, die DDR war auf so eine komische Weise geschichtslos, in dem Sinne, als dass sie sich nicht als Gesellschaft in Bewegung mehr begriffen hat, obwohl so viel davon die Rede war. Und die Wende war das. Die Wende war sozusagen das, was der Sozialismus eigentlich immer hätte sein müssen. Also die ständige und immer wieder durchgreifende Erneuerung von sich selbst. Und zwar wenn auch nur für ein paar Wochen. Ich bin ja gerne bereit, auch bei der Frage der Terminierung der Niederlage vom 18. November auf den 9. November mich zurückzubewegen. Es ist wurscht, es war am Ende viel zu kurz. Aber ich glaube, dass das ein Bewusstsein war oder ein Gespür, ein Gefühl, was ganz viele Leute hatten. Und insofern waren sie auf eine unbewusste Weise vielleicht sogar in so einem ganz kurzen Moment etwas, was wir ja auch gar nicht so wahrheitsbehaftet jetzt den wirklichen Sozialismus nennen wollen. Ich weiß nicht, was der wirkliche Sozialismus sein soll. Wäre vielleicht nur die nächste Religion. Aber wenn Sozialismus heißt, dass Menschen unter selbstbestimmten Bedingungen ihre Lebensverhältnisse immer so weit immer wieder neu ändern wollen, aufgrund von vernünftigen Einsichten in die Tatsache, dass es immer noch nicht das Beste ist, dann waren diese wenigen Wochen tatsächlich sehr sozialistisch. Und es ist auch gespürt worden, es haben einfach Leute miteinander auf eine Weise geredet und diese 4.11. Demo ist dafür ja ein Ausdruck. Ihr hattet so eine Art schwarzen Block, der dann eingebogen ist, die Kulturschaffenden aus den Theatern, die diese 4.11. Geschichte mehr oder weniger erfunden hatten. Es waren Teile der alten Macht dabei, aber es waren eben auch die Arbeiter dabei. Und da ist etwas zusammengekommen, was also bei allen Versuchen, und da sind auch viele Versuche, die man gegen falsche Kritik auch verteidigen sollte, in den 40 Jahren zuvor gemacht worden, was da nie gelungen ist. Und das funktionierte in dieser kurzen Zeit. Und also ich weiß es, oder ich kann es natürlich auch nur im vermutungswissenschaftlichen Sinne irgendwie sagen, aber in meinem gesamten Umfeld waren die Leute damals anders drauf. Sie sind schon lange nicht mehr und viele haben das auch vergessen leider. Aber insofern war das für sich genommen auf eine kuriose Weise, aus meiner Sicht irgendwie sogar sozialistische Zeit, kann man vielleicht sagen. Wenn man den Sozialismus so in diesem, ich will jetzt gar nicht trotzkistisch werden und von permanenter Revolution sprechen. Aber ihr wisst schon, ich meine. Ja. Also. Ich habe noch eine Meldung. Ja. Ich habe noch so. Schieß los. Wir haben nicht alle Meldungen gezählt. Du hast so schöne Bilder gebraucht von dem goldenen Käfig und dass man satt war. Ein bisschen gesagt, also uns erzählt worden, dass Sozialismus gewesen ist in der DDR. Was ja auch stimmt. Ja?
Dennoch habe ich sozusagen immer das Gefühl, dass wir zumindest dran geschnuppert haben. Also soziale Gerechtigkeit, in welchen Grenzen das auch vor eine Rolle gespielt hat. Also das, was sich sozial entwickelt hat, auch das ganze Problem, sozusagen das, die Friedensbotschaft, die ja da war, bei aller Kritik sozusagen, dass wir Armee hatten und was wir alles hatten, aber dass die DDR ein Staat war, der sozusagen in Richtung Krieg sich etabliert hat, war ja nicht so. Also aus meiner Sicht zumindest, vielleicht gibt es da anders. Also was ich meine, ist, die Menschen sehr wohl sozusagen bestimmte Zeiten in der DDR hatten, nicht in den End-80ern, überhaupt nicht mehr. Wo es ja auch das Institut für Jugendforschung ja attestiert hat, dass es eine breite Zustimmung der Jugend zur DDR gab mit 72%. Das ist ja nun sozusagen nicht dahergeredet. Das heißt, es gab Zeiten, wo sich Menschen mit dem, was da passiert ist in der DDR, sehr stark identifiziert haben. Das ist dann Ende 80er war das ja völlig anders gewesen. Ja, da gab es ja diese Zustimmungswerte überhaupt nicht mehr an dieser Stelle. Ich meine nur sozusagen, dass wir vielleicht dran geschnuppert haben, was denn Sozialismus sein könnte. Und dass wir natürlich die andere Seite sozusagen den Käfig natürlich hatten, klar. Und dass der Käfig weg muss, aber dass alles beides weg muss, das ist sozusagen für mich nicht verständlich. Also insofern ist für mich Sozialismus sozusagen das eine wie das andere. Also Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Ja? Also, da gehe ich mit dir d'accord. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Okay. Na, also, aber wie gesagt, die DDR war ja nicht, habe ich auch gleich zum Anfang gesagt, soziale Sicherung war kein Problem in der DDR. Aber das ist eben einfach nicht alles. Ja. Darauf kann man es nicht reduzieren. Ich hätte jetzt noch mal ein ganz bisschen eine andere Frage, nochmal wieder zu der Hoffnung. Also weil jetzt, es wurde ja so ein bisschen gesagt, ganz viele Leute in der DDR haben dann quasi die Hoffnung in so den westlichen Wohlstand gesetzt oder so. Und jetzt bei Pegida gibt es aber immer auch diese Phrase von dafür sind wir aber damals ja nicht auf die Straße gegangen und so, ne? Und wann ist das denn gekippt? Also wann, weil irgendwie mein Bild, bevor ich komme auch aus Bremen, war auch so, der heutzutage herrscht in der Ex-DDR quasi eigentlich einen großen Unwillen über das, was damals passiert ist und über quasi die Teile vom Kapitalismus oder so. Also, und dann so ein bisschen in der Erzählung gab es dann mal so die, na, spätestens bei den Hartz-IV-Protesten, aber vielleicht vorher auch schon bei der Auseinandersetzung um Bischofferode oder so, also wo ist diese Hoffnung, die in den Westen gesetzt wurde, gekippt in der DDR oder in der Ex-DDR? War das irgendwie wirr? Nee, es war nicht wirr. Also. Ja, als die Träume, die Märchenstunde zu Ende war. Als die Treuhand kam und die schönen Blasen von niemand wird es schlechter gehen und vielen wird es besser gehen, als sie zerplatzten, als dann die graue Realität des Kapitalismus Einzug hielt, als die Leute plötzlich erkannten, oh Scheiße, der Schnitzel hat ja doch irgendwo nicht ganz Unrecht gehabt, mit dem er da in seiner Dreckschleudersendung über den Westen mal gesagt hat, so, ne? In gewisser Weise so, ne? Und so, also als die Leute massenhaft plötzlich Arbeitslose wurden und als sie sozusagen ihre Existenz unterm Arsch weggerissen wurde, da wurde ihnen plötzlich klar, oh, Pech gehabt. Und dann haben sie natürlich wieder die falschen Schlüssel gezogen. Weil dann sind sie halt rassistisch geworden. Und also sie haben dann halt die anderen, nicht die dafür Verantwortlichen gezogen, die dafür verantwortlich sind, sondern haben ihre Alternativopfer da. So, das ist dann halt das andere Problem dabei. Würde ich mal sagen. Also Sündenbock-Mentalität. Naja, man muss ja ein bisschen mal das Bild von der satten Haube in den Käfig anschließen. Wenn man, vielleicht könnte man
vielleicht kann man so formulieren, die Wende war etwas, wo das Soziale plötzlich nicht mehr, also die soziale Frage stand nicht im Mittelpunkt dessen, was die Wende war. Einfach weil man da, das war nicht der Grund, warum man auf die Straße gegangen ist, sondern es ging um Freiheit. Als man die Freiheit hatte, aber diese soziale Sicherung weg war, merkte man, dass sozusagen nur eins von beiden auch doof ist. Aber nun eben auf andere Weise. Und ich weiß, es gibt ein berühmter Rassist, der seinerzeit Staatssekretär im Bundesfinanzministerium war, ein Sozialdemokrat mit dem Namen Sarrazin. Der hat 1990 die Konzeption für die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, wie sie offiziell ist. Er war für den Währungsteil zuständig. Und es gibt von ihm ein 18-seitiges Papier, das ist nur auf Abteilungsleiterebene im Ministerium rumgereicht worden. Er hat dann dankenswerterweise das irgendwann mal verraten. Und da stand drin, okay, wenn wir die Währungsunion, und das war sozusagen das symbolische Ding irgendwie, also kann man wahrscheinlich mit Geldfetischtheorien sogar die Wende besser erklären als viele andere Sachen. Also es war klar, die Leute wollten schnell die D-Mark, weil sie schnell konsumieren wollten. Und der hatte durchgerechnet, was das bedeutet. Und ist seinerzeit auf eine Zahl von 2,4 Millionen Erwerbslosen gekommen. Als das Institut für Arbeit und Berufsforschung, das ist keine linke Einrichtung, sondern das Hausinstitut der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit, die haben dann 93 durchgerechnet. Es gibt keine offizielle belastbare Zahl, wie viele Menschen jetzt in Anführungszeichen durch die Wende und die Wiedervereinigung erwerbslos geworden sind. Die sind aber auf 3,7 Millionen gekommen. Und der größte Teil davon ist die Industrialisierung, also die faktische komplette Wegfallen von der gesamten industriellen, vom produzierenden Großgewerbe. Also das ist ein Impact, der natürlich unglaublich groß ist. Das soll jetzt nicht in irgendeiner Weise entschuldigen, weil die Leute daraus politische Schlüsse ziehen. Das ist jetzt nicht der Punkt. Aber das ist natürlich eine Ruptur in allen sozialen, kulturellen, ökologischen Beziehungen. Es gab im Prinzip ja, ich weiß nicht, ob es irgendjemanden in der DDR gab, der in seiner Familie nicht jemanden hatte, der plötzlich sozusagen eine Form von Erwerbslosigkeit erfahren hat, die neu war. Also Psychologen wurden erwerbslos und fingen an, Zeitungen zu verteilen. Das machte damals, war so eine große Mode, gab es dann diese neuen Werbeblätter, die man Samstag heute noch in seinen Briefkästen wiederfindet und so weiter. Also ich glaube, diese soziale Erschütterung an der Basis, also die Rückkehr der sozialen Frage in die DDR, wenn man es vielleicht so formulieren kann, ist der Anfang. Und sie kam sehr schnell zurück, ist der Anfang von dieser rasenden Enttäuschung. Die du heute kannst du in allen sozialwissenschaftlichen Studien messen, mit einer geringeren Aktivität, mit einer geringeren Gehgeschwindigkeit, mit einer geringeren Neigung, sich demokratisch selbst zu betätigen, mit einer geringeren Wahlbeteiligung und so weiter und so fort. Also der Osten, die DDR, ist ja real in allen empirischen Karten. Du musst immer nur die richtige Auflösung machen, erscheint auf den sozialstatistischen Daten und auch bei den, wenn es um Werte und Demokratieeinstellungen geht, erscheint immer die DDR wieder. Dafür muss es schon Grund geben. Man kann ja, so weit sind wir links nicht an der Tatsache legen, dass unsere Volkstanzgruppe eine besondere übernatürliche Eigenschaft hat. Was muss denn mit Regionen passieren, die innerhalb von 1, 2, 3 Jahren aus einer Vollbeschäftigung in eine 25, 30, 40% in Arbeitslosigkeit rutscht? Ja, das lässt sich ja jetzt hier auch im Stadtteil festmachen. Weil wir ja Lindenau jetzt hier sind und Lagwitz nebenan, links und rechts von der Karl-Heine-Straße. Mal grob geschätzt, Großamtsstaat und Industriearbeiter. Da waren noch ein paar hundert übrig Mitte der 90er Jahre. Und der Rest ist arbeitslos gewesen und hat irgendwelchen Mist gemacht, irgendwelche Mac-Jobs angenommen. Ne? Das hat hier auch eingeschlagen. Und davon findest du heute kaum noch einen Krümel, dass da mal Industrie gewesen ist. Eigentlich müsste man dazu eine Führung machen. Ja? Was jetzt so da noch übrig ist oder wo mal was gewesen ist, dass sich mal Flüge hergestellt worden auf der Geheimstraße. Heute ist ja Fürstenfeld, wuchs dort Getreide. Ja?
ja, so als Akt der erstlosen Deindustrialisierung mal von der Schaubühne angepflanzt. Also das ist halt das, was hier in der Gegend abgegangen ist. Aber ich würde davor warnen, das als Begründung hinzustellen, sondern es ist vielleicht eine Situationsbeschreibung und eine, vielleicht, ne? Also eine Situationsbeschreibung und als eine Grundlage vielleicht, um weiter zu überlegen. Aber es ist natürlich kein Grund dafür, dann halt rassistisch, faschistisch, rechtsextrem zu werden. Also es ist aber keine Entschuldigung. Es sind auch nicht alle so geworden. Also weil das fehlt wieder mehr. Viele arbeitslos. Montagsdemos, die ersten Montagsdemos waren Anfang der 90er Jahre von der IG Metall organisiert. Wir liefen andersrum auf dem Ring, kann ich mich erinnern. Ja. Die haben versucht, von links das zu ändern. Lass mal den Gesprächsteil gleich, wenn wir das offiziell abgeschlossen haben, machen, weil einfach Leute vertreten und so einen Abschluss suchen. Genau. Ich glaube, ja. Ich habe trotzdem noch eine Frage, die ich gerne stellen würde, einfach weil ich die Situation gerne nutzen würde. Ich bin nachgeboren, so, ich bin Jahrgang 90, bin irgendwie Linker, studiere, was mir viel Freiheit gibt, mich mit sowas zu beschäftigen und habe zum Beispiel jetzt angefangen, die letzten Jahre mich viel mit so diesen Renegatenschriften zu beschäftigen, auch das, was man häufig nicht kennt aus der DDR. Mir ist völlig klar, dass es auch zu Zeiten vor der Wende größtenteils im Osten im Prinzip nicht verfügbar war. Georg Lukács, Demokratisierung und Sozialismus, das, was irgendwie Fritz Behrens geschrieben hat oder so. Was mich aber interessiert, ist auf der einen Seite, wenn ihr sozusagen Leute seid, die eigentlich an den politischen Idealen festgehalten haben, spielen diese Überlegungen für euch eine Rolle? Sind das interessante Aspekte, die ihr auf einmal habt, so Aha-Momente, die, keine Ahnung, Fritz Behrens, ehemaliger stellvertretender Leiter der Planungskommission der SED, hat auf einmal den Prager Frühling analysiert und kommt zu rätkommunistischen Positionen so. Ist das ein spannender historischer Effekt für euch? Oder spielt das keine Rolle, weil diese Diskussion eigentlich schon völlig losgelöst ist von eurer Traditionslinie? Also siehst du dich in so einer gewissen untergründigen historischen Linie, rückblickend betrachtet, jetzt wo man zum Teil Zugriff hat auf so Texte, die erst rauskommen, oder eben der Lukács war ja verfügbar, der war ja veröffentlicht so, gab es dieses Bewusstsein von, okay, es gibt durchaus auch mächtige Fürsprecher, die irgendwie abgesägt werden, oder waren die Leute, wie zum Beispiel auch Lukács, ja durchaus auch guten Gründen, eigentlich verdächtig oder nicht mehr zitierbar, weil ihr aus einer anderen Tradition kam, weil er euch zu miefig war. Ich habe mich auch weiterentwickelt so, ne? Und ich kann natürlich auch sehen, nach 25 Jahren kann ich auch mich durchaus interessiert mit Stasi-Offizieren befassen. So. Und wir haben letzten Telegraph, also jetzt mal als Beispiel, ne? Wir haben letzten Telegraph einen Artikel drin, der wurde von einem hauptamtlichen Stasi-Offizier geschrieben, so. Ist ein interessantes Thema, was er da beackert. Da geht es hier Geheimdienst, also im Zusammenhang mit Snowden, so, ne? Seine Erfahrung, der war in der Staatssicherheit für Abhörung und so eine Sachen auch zuständig und. Also ich habe da keine Berührungsängste und wir haben da keine Berührungsängste, im Gegenteil. Und im Übrigen gab es auch in der DDR, linken DDR-Aktionen, immer auch Kontakt in den Parteiapparat. Es war ja immer klar, dass es da auch eine parteiinterne Opposition gibt. Und da gab es natürlich auch Austausch und ja, klar. Also, und auch intellektueller Austausch. Also zum Beispiel, das habe ich so gelesen, dass zum Beispiel dieses Lukács-Pamphlet für viele im Umfeld des Prager Frühlings, ja, so, da war Lukács auf einmal wieder die große Leuchtfigur, so der große Lichtbringer, der davor, das kann man gut begründen, eigentlich ein Stalinist war. So. Das hat es für euch jetzt nicht gegeben. Also so habe ich davon verstanden, ihr wart sozusagen deutlich chaotischer, anarchistischer. Es gab jetzt nicht diese bewusste Einordnung in diese Tradition. In meinetwegen, diese Tradition des, naja, Prager Frühling trifft es nicht, das war der Umgang auch schon, aber ihr hattet jetzt nicht zum Beispiel diesen
diesen Lukács oder weiß ich nicht, wie es da noch gab, als intellektuelle Überfigur oder so. Mich interessiert das wirklich einfach, was ist der intellektuelle Überfigur? Ich weiß nicht, was du meinst. Jetzt tut mir leid, ich kann ihn gerade nicht folgen. Gab es sowas wie einen Kanon? Gab es Säulenheilige? Nee. Das ist das, was ich frage. Nee. Also Säulen, nee. Also, weiß nicht. Wir haben, und die Leute, die sich inhaltlich mit Themen befasst haben, waren themenoffen, die waren auch offen in Richtung auch Berührung, die haben mit allen möglichen Leuten Kontakt gehabt in alle Richtungen und was aber und es gab auch nach der Wende immer wieder auch Diskussionsrunden und mit Leuten aus dem ehemaligen Partei- und Sicherheitsapparat, auch Ideologen und so. Also da gab es, glaube ich, nie Berührungsängste. Naja, Kanon, also ich glaube, dass zumindest 89 allein schon an den Verkaufszahlen kannst du dir festmachen, kommt der bisher nicht erschienene Baro plötzlich. Blaues Buch, rot-weiße Schrift. So, und das haben irgendwie plötzlich alle gelesen. Man kann sozusagen, das ist aber. Ja, aber zu Baro gab es auch immer Kontaktinformationen. Aber klar haben viele den cool gefunden, aber viele auch nicht. Also es gab jetzt keine. Mit Recht nicht. Da steht da drin von den erbten Mentalitätsrückständen der russischen Politbürokratie. Der Mann war möglicherweise einfach nur ein Rassist, aber. Ja. Aber sozusagen Kanon in so einem populären Sinne. Also man muss sich einfach vorstellen, diese Wende war eine unglaublich kurze Angelegenheit. Es gab, also es war nicht so etwas, wo sich erstmal so ein Kanon, also zumindest jetzt, wenn ich jetzt die unmittelbare Wendezeit betrachte, wo sich so etwas wie ein Kanon ausprägen konnte. Es gibt dann für mich jedenfalls in meiner Biografie diese, das sind so 3-4 Jahre nach der Wende, wo man unglaublich viel nachholend gelesen hat. Aber wo sozusagen immer stärker, und so habe ich deine Frage auch verstanden, klar wird, dass also die historische Basis, auf die sich das bezieht, die wirkliche Bewegung, die darin kritisiert, besprochen, analysiert wird, ja nicht mehr da ist. Also man musste einfach irgendwann noch wieder anfangen, neue Bücher zu lesen. So schön es war, dass die alten Bücher jetzt besser zur Verfügung standen, weil man sie einfach im Laden kaufen konnte, was vorher vielleicht nicht möglich war. Aber es wurde auch irgendwann klar, der Gegenstand, also die Auseinandersetzung in dem, was wir jetzt mal realer Sozialismus vielleicht nennen oder so, sind ja vorbei. Also wir haben einfach neue. Und dann geht sozusagen eine relativ schnelle Folge, also ich glaube, die erste Hälfte der 90er Jahre war für die Linke eine sehr starke ideologiekritische Auseinandersetzung mit sich selbst. Was hat man für eine Scheiße gemacht, warum hat man das gut gefunden und so weiter. Und dann geht aber ja sozusagen eine neue Phase der Kanonisierung los, die in bestimmten Szenen mit Negri und Hart sozusagen zu neuen Kani führt und so weiter. Heute gibt es eine große Gramsci-Renaissance in bestimmten Kreisen. Du kannst ja nirgendwo mehr vorbeigehen, ohne nicht an einem Gramsci-Seminar zu fallen und so weiter. Es gab so etwas wie eine Luxemburg-Renaissance in den 90er Jahren, also sozusagen auf die klassische Anti- oder nicht mit Stalinismus irgendwie kompatible Klassikerliteratur irgendwie zurückgegriffen wurde, aber nicht im Sinne von Kanon. Und ich glaube, dazu war auch die Struktur der Oppositionsbewegung in ihrem organisatorischen Charakter viel zu differenziert und miteinander zu wenig auch verbunden. Also ich meine, man konnte ja nicht mal eben einen Jahreskongress abhalten, auf dem die wichtigen Theoretiker etwas tun, was am Ende zu Kanonisierung führen kann. Und die Leute, die beispielsweise an der Humboldt-Universität gab es im Umfeld von Dieter Klein und solchen Leuten im Forschungsbereich moderner Sozialismus nannte der sich, wo gegen die Parteien Freiraum erkämpft worden ist, wo sich Leute, die Juristen, Rechtsphilosophen, Ökonomen und so weiter waren, über eine Neukonzeption von Sozialismus Gedanken gemacht haben. Die haben ja mit völlig anderen Büchern und Leuten
geredet als, als Leute, die, weiß ich nicht, Dietmar, du hast deinen Kropotkin gelesen. Ja, weil der Nani Kanon, also. Bakuni auch. Ja, nein, aber es, ich glaube, es ist. Zerstückelt. Das waren die wenigsten, die sich tatsächlich dann angefangen haben. Es kennen halt, also Thomas Klein zum Beispiel ist ein altgedienter Oppositioneller, der dann in der Nachwendezeit auch historisch sich auch gerade auch mit diesen Themen auseinandersetzt. Ich glaube, da hat einige Leute, die dann versucht haben, schon so in Richtung historische Aufarbeitung zu arbeiten, Bücher geschrieben haben oder so, aber das ist dann, glaube ich, eher so ein historisches, wissenschaftliches Ding gewesen, so, aber die Bewegung als solche, das würde ich auch so sagen, so, da gab es jetzt keine Ahnung, keine Analysen und das ist, war alles zu zersplittert und ich glaube auch, dass einfach in der Zeit auch gar keine Zeit. Also ich habe wenig Bücher gelesen in der Zeit, sage ich mal so. Ne? Ich habe gar keine Zeit zum Streichen. Das ist eben das Schlusswort, bevor noch mehr Leute uns verlassen und sicherlich viel, viel wichtigere Termine haben. Und deswegen meinen ausdrücklichen Dank an Dietmar Wolf, mit dem ich mich wie immer sehr, sehr gerne über die tollste Zeit unseres Lebens unterhalten habe. Ich danke Ihnen und euch für die Aufmerksamkeit, für die Fragen und für die interessanten Anmerkungen. Ich finde, das ist hier ein sehr, sehr ordentlicher Veranstaltungsraum. Ich habe schon gehört, es geht dann auch in den nächsten Monaten vielleicht woanders weiter. Ich komme bestimmt mal wieder nach Leipzig. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja.